Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg zum Wald. Sam vs. Wild, für mich ist es rum. Ich habe mir sämtliche Folgen auf Freeview angeguckt, das Ganze auch nochmal sacken lassen, nochmal ein bisschen in die ersten spannenderen Reaktionen der Teilnehmer reingeguckt und würde jetzt gerne über die gesamte Staffel reden. Das heißt, wer noch nicht die ganze Staffel gesehen hat, weil auf YouTube guckend, der hat hiermit eine Spoilerwarnung erhalten und kann sich das Ganze entweder später angucken oder halt nicht, ne? Weil, nö, ich habe jetzt keinen Bock, ewig lang noch zu warten, bis ich da jetzt noch irgendwie, bis das dann alle gesehen haben sozusagen. Und man kann sich so ein Video, deswegen ist es ja ein Video, das bleibt auch, das ist ja kein Stream oder sowas, dann auch gerne später angucken. So, also, Fazit meinerseits, ganz wie letztes Mal unorganisiert, ganz unstrukturiert. Ich erzähle einfach, was mir dazu einfällt. Da hinten ist so ein bisschen Sonne. Das ist die einzige Sonne heute, die ich bisher so zu sehen kriege. Freut mich gerade sehr, dass die da ist, wenn auch nur im Rückspiegel. gut. Also, zunächst mal fangen wir damit an. Besprechung der viel kommentierten Punkte aus dem letzten Mal. Da hatte ich ja über die bis dato stattgefundenen Abbrüche gesprochen. Wie wir wissen, hat es ja noch einen zusätzlichen Abbruch gegeben, den ich letztes Mal noch nicht thematisiert hatte, weil der war da noch nicht, beziehungsweise hat dann halt quasi gerade da parallel dazu, als ich das aufgenommen habe, stattgefunden von Trimax und Rumatra, die einmal ewig weit am Strand lang gelatscht sind, um dann abzubrechen, als sie beim Fritz und Martin Spot rausgekommen sind und auch da festgestellt zu haben glauben, dass das Wasser zu salzig gewesen wäre zum Trinken. Das ist dann nachher nochmal kurz ein Thema. Gut, aber nur damit wir da auf dem aktuellen Stand sind. So, und zu diesem Beitrag, da gab es dann ein paar Kommentärchen, auf die ich noch ein bisschen eingehen möchte. Und zuallererst und am wichtigsten, tatsächlich hatte ich einen kleinen Fehler drin, nämlich die Technik mit dem Lochbuddeln am Strand, um dann an Süßwasser zu kommen. Das ist natürlich Quatsch. Der Strand filtert kein Salz raus, jedenfalls nicht ein paar Meter Strand. Viel Strand irgendwann dann schon, aber dann kommst du auch nicht mehr an ein Loch, beziehungsweise mit einem Loch ans Meerwasser ran, sondern buddelst dich in die sogenannte Süßwasserlinse hinein, die es unter einer Salzinsel wohl möglich geben kann. Da haben wir das aber schon bei Staffel 2 ausführlich thematisiert hatten, haben wir wirklich ganz lange, ich habe sogar ein Bild gemalt, über Süßwasserlinsen unter Inseln geredet. Aber das war ein bisschen erstens missverständlich von mir und zweitens ertappe ich mich dabei, beziehungsweise habe ich mich dabei ertappt, dass bei gelegentlich dann doch auch noch mal altes Wissen im Kopf noch vorhanden ist, auch wenn dieses eigentlich schon überholt sein sollte, wie zum Beispiel eben diverse Alt-Survival-Bücher, die eben genau das empfehlen, dass man am Strand ein Loch graben möge, weil das Wasser im Loch dann weniger salzig ist. Was ja sein kann, weil man eben die Süßwasserlinse anbuddelt, aber der Strand bzw. der Sand filtert in der Menge zumindest nichts vom Salzwasser weg, ne? Und beziehungsweise, was heißt in der Menge? Also man bräuchte wirklich jede Menge Sand, wirklich enorme Entfernungen, die das Wasser durch den Sand zurücklegt, damit sich dann eben am chemisch relativ langweiligen Sand sozusagen das Natriumchlorid abreagiert oder dran hängen bleibt. Oder sonst irgendwie, dass dann am Ende Süßwasser rauskommt. Ja? Also wirklich eine Menge Sand. Das geht also de facto nicht. Was hingegen geht, ist diese Technik ein Stück weit anzuwenden neben dem Fluss, um aus dreckigem Flusswasser, saubereres Flusswasser zu machen. Und auch hier, das wurde nämlich auch darauf hingewiesen, gilt nicht der Abstand zum Fluss, also sprich der Sand, der zwischen dem gegrabenen Loch, das sich dann langsam mit Wasser füllt, und dem Fluss liegende Sand. Ne? Also nehmen wir an, hier wäre ein Fluss.
da, ne? Und der ist verunreinigt. Und ich grabe jetzt hier ein Loch. Und mein Loch hier füllt sich mit Wasser von da drüben, was hier durch den Boden durch diffundiert. Ja, ist das dann da drüben zwingend viel sauberer als da? Ja, im Regelfall wahrscheinlich nicht. Das liegt einfach daran, dass das Zeug fließt ja nach unten und nicht zwingend zur Seite. Wenn es von da bis nach da durchgesickert ist, weil der Boden halt einfach nass ist und das Wasser halt aus dem Boden in mein Loch fließt, dann muss es auch gar nicht unbedingt von da drüben kommen. Und das ist der Knackpunkt. Gräbst du also beim besagtes Loch neben dem Bach, in welchem Abstand auch immer, muss man halt gucken, wo man überhaupt graben kann, und das Loch läuft dir voll, dann kann es sein, dass es tupfgenau dasselbe Bachwasser ist wie im Bach, ja? Und die paar Meter durch den ohnehin schon mit Bachwasser gesättigten Boden filtern da gar nichts. Oder, und das ist jetzt das Trügerische, man hat sich einen Zufluss zum Bach erschlossen. Also sozusagen, also häufig ist es so, in einer Landschaft mit tief eingeschnittenen Tälern ist der Bach gleichzeitig Grundwasser. Ja, also der Bach ist auf Grundwasserniveau. Bedeutet, wenn du in einem gewissen Abstand zum Bach ein Loch buddelst und das füllt sich mit Wasser, kann es sein, dass du, wie gesagt, entweder in das gesättigte Sediment des Baches, also quasi ins nasse Ufer, das durch den Bach nass gemacht wurde, hineingräbst und du hast dasselbe Wasser wie im Bach. Oder du hast dich jetzt ins Grundwasser vorgebuddelt, neben dem Bach, das gerade unterwegs ist, also das Grundwasser zum Bach sozusagen. Ja? Dass das Grundwasser in Richtung Bach entwässert und dann vom Bach teilweise abgeführt wird. Und deswegen kann es sein, dass wenn man sich da an dieser Stelle ins Grundwasser buddelt, dass man dann eben ein besseres bzw. ein Trinkwasser hat, während der Bach selber möglicherweise kein Trinkwasser ist. Das Doofe ist jetzt bei dieser Technik, dass man eigentlich nicht wirklich eine Möglichkeit hat, herauszufinden, ob man jetzt gerade Bachwasser hat oder Grundwasser hat. Ja, also jedenfalls wüsste ich nicht, wie man das unterscheiden können soll. Und damit ist die Technik für den praktischen Einsatz ja mindestens mal überholt. Ne? Also, das nochmal zur Erklärung und sorry zur Verwirrung. Ja, ich habe da einfach noch Dinge im Kopf von Survival-Büchern, die ich als sehr junger Mensch gelesen habe. Und auch wenn ich das heute besser weiß, das sitzt noch. Ja. Daher kann es mal passieren, und daher danke für den Hinweis, für die Hinweise, waren mehrere, dass es passiert ist, dass da noch so was Altes durchkommt. Ja, dafür gibt es ja die Kommentarfunktion und da bin ich auch sehr dankbar für. So, dann kamen noch mal Fragen zu meinem Kommentar bezüglich, dass man beim Riesenlebensbaum, also bei Thuja plicata, die Rinde eben nicht einfach abreißen kann und das macht dem Baum nichts und die wächst problemlos nach, sondern dass man den Baum auch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit umbringt. Jetzt müssen wir das Konzept von hoher Wahrscheinlichkeit verstehen. Hohe Wahrscheinlichkeit bedeutet nicht immer, aber meistens. Ja? Und wenn wir von nicht immer reden, kann es auch sein, so gesehen in dem Robert-Mark-Lehmann-Film über Kanada, dass ein sehr alter Baum, bei dem man die Rinde vielleicht sogar mehrfach abgeschält hat, trotzdem sehr alt geworden ist. Ja? Das ist kein Widerspruch. Die Chance, dass das passiert, ist aber gering. Die Chance, dass der stirbt, ist erheblich höher. Ja? Also das ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Wenn dieser eine Baum da, der da richtig alt geworden ist, trotz ständig Rinde abziehen, trotzdem richtig alt geworden ist, da muss man jetzt nicht die Frage stellen, oh, der ist also richtig alt geworden, das heißt, alle anderen werden auch richtig alt, wenn man denen die Rinde abzieht, sondern man muss die Frage stellen, ja, und wo sind dann die anderen, bei denen man die Rinde abgezogen hat, da das denen ja scheinbar nichts ausmacht und nur noch ein einziger davon gefühlt im halben Urwald da noch rumsteht. Ja? Und ja, die einfache logische Antwort ist, ja, die anderen sind halt tot. Ja? Der eine hat es halt überstanden, darum ist er jetzt wahrscheinlich auch heilig. Oder vielleicht war er vorher schon heilig, wie auch immer.
Jedenfalls, das ist einfach die falsche Denkweise. Wir reden hier immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Es gibt keine Garantie, dass der Baum sofort tot umfällt. Es gibt aber auch ganz bestimmt keine Garantie, dass ihm das sozusagen nichts ausmacht. So, also wichtig, ne? Es geht hier übrigens mehr hoch, als man denken würde, außer mit die ganze Zeit am Quasseln. Das nur zum Atemthema. So, das wollte ich eigentlich im Wesentlichen nochmal. Ach nee, halt, vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext zu dem Rinde abziehen. Entscheidend ist bei Pflanzen, bei denen man die Rinde abzieht, um die zu nutzen, die das hinterher überleben, oder bei Pflanzen, in die man Löcher bohrt, um einen austretenden Saft zu nutzen, die das hinterher überleben, ist immer erstens die Menge des entnommenen Materials, also zum Beispiel jetzt Zuckerahorn, ne? Pflanzen, bei denen man einen Saft entnimmt, die das hinterher überleben, oder früher Kiefern, die man angeritzt hat, um an Harz ranzukommen, warm. Bin doch zu warm angezogen, dachte, es sei kälter. Oder halt eben ja, den Riesenlebensbaum, bei dem man die Rinde abzieht. Oder für uns Europäer wahrscheinlich nachvollziehbarer Quercus suba, die Korkeiche, die im Mittelmeerbereich mehr oder weniger wächst und bei der man auch die Rinde mehrfach ernten kann, um aus dieser dicken Rinde dann einen Flaschenkork rauszuschneiden. Ne? Hat wahrscheinlich schon lange keiner mehr einen gewachsenen Flaschenkork gesehen. Die sind inzwischen auch sehr teuer. Und da die nicht wirklich praktische Vorteile im Vergleich zu Kunststoffdeckel auf der Flasche haben, leider. Ja, ich würde jetzt gern was anderes behaupten. Aber da sind sich die Weinkenner, glaube ich, einig, dass Kork zwar fürs Gefühl was Schönes ist, aber Kork kann korken, Plastikdeckel nicht. Und oder Plastikstöpsel oder was auch immer man da in die Flasche reinmacht. Und von daher ist das für Geschmackzwecke, gerade bei sehr alten Weinen, schon dann fast besser, da einen Kunststoffverschluss zu nehmen, weil, ja wie gesagt, Kork kann korken. Und wenn ihr das einen uralten, hervorragenden Wein verdirbt, dann ist das doch schade. Ja, egal. Jedenfalls, also noch nichts anderes gab als Kork, dann Kork. So, und grundsätzlich gilt, bei all diesen Sachen, wo man irgendwo eine Rinde abschneidet, und das mehrfach tun möchte, dass man diese Rinde nur bis zur Grenze des sogenannten Phloems wegschneidet. Ja? Das Phloem ist die innere Rinde, auch gerne mal vielleicht als Bast bezeichnet. Ja, das könnt ihr jetzt mal einfach für die Einfachkeit synonym verwenden, ist es eigentlich nicht. Und da findet unter anderem der Nährstofftransport entlang des Stamms statt, und zwar der von oben nach unten. Bedeutet Zucker vor allen Dingen, der im ganzen Stamm, insbesondere in Richtung Wurzel, transportiert wird. So, und wenn wir nur bis da, vor den Punkt, an dem diese wichtigen Transporte stattfinden und die physiologisch wichtige Rinde beginnt, wenn wir nur bis da schneiden bzw. das Ganze abnehmen, und den physiologisch wichtigen Teil der Rinde intakt lassen, dann kann man tatsächlich bei verschiedenen Baumarten, deren Rinde das zulässt, die äußere Rinde abschälen, warten, bis die nachgewachsen ist, wieder abschälen, warten, bis die nachgewachsen ist, und das mehr oder weniger nachhaltig über zumindest einen langen Zeitraum betreiben. Was wir nicht genau wissen, würde der Baum nicht vielleicht eventuell noch viel älter, wenn man nicht an ihn rumschnibbeln würde? Vermutlich ja. Ne? Aber man kann das dann schon so machen, und das ist eine Möglichkeit. Was wir aber bei Ann-Kathrin und Hanna sehen, ist, dass sie die Rinde bis aufs Holz abschälen. Ja? Und wenn du die Rinde bis aufs Holz abschälst, und irgendjemand wollte dafür eine Quelle wissen, erstes Semester irgendeines biologisch angehauchten Studiengangs, such dir einen aus. Ja, wenn du einen Baum bis aufs Holz die Rinde abschneidest, dann ist das Cambium drunter am Arsch. Und wenn das Cambium am Arsch ist, dann kann der Baum keine neuen Holzzellen und schon gar nicht neue Rindenzellen bilden, und an der Stelle besteht keine Option, dass das nochmal nennenswert zuwächst.
Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist die Natur wie immer unendlich vielfältig und komplex. Und deswegen gibt es Fälle, wo sich ein Kambium am blanken Stamm mal noch ein bisschen regeneriert. Also eigentlich kann es das auch nicht. Aber ich betone auch nur, es regeneriert sich ein bisschen. Bedeutet, man schneidet zum Beispiel, wenn man einen Baum umbringen möchte, absichtlich, weil er im Weg ist, weil er weg muss. Ja, man schneidet so einen Streifen Rinde raus, so breit, einmal kreisrum um den Baum. Ja, das würde ja normalerweise dazu führen, dass jetzt die Wurzel verhungert, weil wenn du die Rinde komplett abgeschnitten hast, kommt kein Zucker mehr von oben bis zur Wurzel, Wurzel verhungert, Wurzel stirbt, Baum kriegt kein Wasser mehr, Baum tot. Ist ein langsamer Tod, ist manchmal praktischer als umschneiden und fällen, weil umschneiden und fällen, du musst hinterher aufräumen und manchmal kann es also auch aus waldpflegerischen Gründen praktischer sein, wenn der Tod langsam sozusagen erfolgt, was bei Bäumen eh immer der Fall ist. Die sterben normalerweise nicht von jetzt auf gleich, zack, außer beim Sturm oder bei der Motorsäge. Ne? Es ist der natürlichere Absterbeprozess, wenn der Baum über 1-2 Jahre langsam vor sich hin stirbt und dann irgendwann dynamisch umfällt sozusagen. Auch mal erst die Äste abfallen und so weiter und so weiter. Gut, aber wenn man jetzt diese Technik anwendet, das nennt sich Ringelung, dann hat man da eben diesen Streifen Rinde rausgeschnitten. Und wenn dieser Streifen, sagen wir mal, nur so breit ist, dann gibt es Fälle, wo der Baum aufgrund von Restenergie, die halt noch drin steckt, Restzucker, der noch gespeichert ist, nochmal von oben wie auch von unten ein neues Kambium nach oben und unten aussenden kann, das in der Mitte wieder zusammenwächst und damit ist die Lücke wieder geschlossen und wir haben ein neues Kambium über dem Holz. Ne? Und wer jetzt gar keine Ahnung hat, das Kambium ist die sekundäre Dickenwachstumsschicht einer Holzpflanze, bedeutet, das sind Zellen, die nach innen Holz und nach außen Rinde abgeben können. Das Dumme ist nur, sie können nur nach außen oder nach innen Zellen abgeben und sind sehr schlecht darin, zur Seite sich selbst zu kopieren. Das geht zwar, aber wie gesagt, eben nur sehr schlecht. Und das bedeutet, dass wenn man ein Kambium eben einmal durchgeschnitten hat, dann wächst es nur selten von oben nach unten wieder zusammen. So, ja, man sollte auch nicht nach dem Essen rumrennen, wenn der Magen noch voll ist. Dann ist man auch nicht unbedingt fetter. Fetter schon. Ihr wisst, was ich meine. Gut, das also zur Wiederholung beim letzten Mal. Ja, dann sind ja noch Twymax und Rumatra ausgestiegen. Das machen wir nachher. Das ist ein Thema, das kann man dann gut irgendwo anders noch einfließen lassen. So, ich habe mir jetzt überlegt, im Wesentlichen mache ich jetzt eine belegtes Brot-Kritik. Ja, keine Sandwich-Kritik. Eine Sandwich-Kritik wäre ja Kritik zwischen zwei Scheiben Lob. Ja? Also das Brot ist das Lob und in der Mitte ist die Kritik. Aber das ist meistens nicht besonders klug, weil wenn du viel zu meckern hast und erst kommst du mit Lob um die Ecke und dann meckerst du viel und dann kommst du aber nochmal mit Lob um die Ecke, dann entsteht beim Zuhörer bzw. beim Leser schnell der Eindruck, dass netto dann doch eigentlich alles gut gewesen wäre. Ja? Das ist aber in vielen Fällen, wo die Sandwich-Kritik angewendet wird, gar nicht der Fall. Also so nach dem Motto, der Herr Müller muss zum Chef. Der Chef sagt, Herr Müller, Sie sind einer unserer besten Mitarbeiter. Aber dass Sie leider das komplette Unternehmen angezündet haben, das ist jetzt schon nicht so gut. Aber ansonsten sind Sie unser bester Mitarbeiter. Tschüss, Herr Müller, machen Sie es gut. Ja, das wäre jetzt also eine kontraproduktive Sandwich-Kritik im sehr überzogenen Umfang. Aber ja, ne, und das soll man sein lassen. Also machen wir eine belegtes Brot-Kritik, bedeutet Kritik mit einer Scheibe Lob drunter. Man kann das auch andersrum machen und Lob und dann eine Scheibe Kritik drauf sozusagen machen, je nachdem wie schlimm das, was man kritisieren möchte, eigentlich ist, dass am Ende Lob zurückbleiben soll oder am Ende Kritik zurückbleiben soll. Wobei Kritik ja nicht zwingend immer negativ sein muss, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Wie auch immer, jedenfalls, wir machen eine erst das schlechte
dann das gute Brotkritik, belegtes Brotkritik, was einfach daran liegt, dass für mich persönlich doch die positiven Aspekte überwogen haben, übers Gesamtmachwerk gesehen. Ne? Und drum werde ich jetzt erstmal meckern und dann später eben sagen, was mir gut gefallen hat. Und ich thematisiere das jetzt so lang und breit, damit ihr gleich wisst, netto hat es dem Ben gefallen. Wenn er jetzt also viel meckert, dann heißt das nicht, dass das alles Schrott ist, sondern dass er halt eben auch die negativen Aspekte angesprochen haben möchte. So, und da fange ich jetzt auch Pi mal Daumen einfach mal mit der Orga an. Da ist ja viel von Seiten der Teilnehmer gemotzt worden, was die Orga alles nicht hingekriegt hat, beziehungsweise was nicht gut organisiert gewesen ist und so ein paar Sachen auch ohne da gewesen zu sein. Das ist jetzt das Problem, ne? Dass wir nur begrenzt wissen, was organisationstechnisch eigentlich stattgefunden hat. Dieses Behind-the-Scenes-Material ist auch nur so begrenzt aussagekräftig. In mancherlei Hinsicht, da fehlt wohl auch das eine oder andere und manches scheint, zumindest wenn man dann Fritz glauben darf, schlicht und ergreifend falsch dargestellt worden zu sein, was wohl auch dann ein kleines bisschen Ärger mit entsprechend verschiedenen Leuten oder Gespräche mit verschiedenen Leuten zur Folge hatte, wie auch immer. Jedenfalls war da wohl nicht alles rund. Die Tatsache, dass so wenig Zeit war und so viel Hektik zwischen Anreise der Teilnehmenden und dann letztendlich Aussetzung und keinen klaren Plan, wann, wie, wo, was ist und so weiter. Das ist natürlich alles Mist. Wenn man irgend so ein Projekt hat, dann sollte man vielleicht eventuell, zumindest ist es bei jeder einzelnen Tagung und jeder einzelnen Sache, bei der ich mal war, die halt irgendwie ein Konzept hatte, so gewesen, dass man dann auch erstmal einen Plan kriegt, wann ist was. Und das, so und so geht es jetzt weiter und das dann halt eben geklärt ist, um 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr ist meinetwegen Essen und ab 18.30 Uhr ist dann von mir aus Erste-Hilfe-Briefing bis 21 Uhr und dann ist von 21 Uhr bis 22 Uhr, wir reden nochmal über die Feuersituation, von 22 bis meinetwegen 8 Uhr ist dann Nachtruhe und solche Späße. Das ist also eine solche Organisation in einem organisierten Art und Weise nicht stattgefunden hat, das ist schon mal scheiße und dann verstehe ich auch, dass das den Teilnehmern auf den Magen schlägt. Dann zur Feuersituation war es ja wohl so, dass es ursprünglich hieß, ihr dürft Feuer machen, dann hieß es, ihr dürft kein Feuerwehr machen, aber ihr dürft grillen und zwar mit einem Gasgrill. Dann war das natürlich, das wäre wirklich lächerlich gewesen, ja, das stimmt voll und ganz, also das kannst du überhaupt nicht bringen. Dann war statt Gasgrill dann eben hier die Bushbox, also der Hobokocher und damit der als Grill durchgeht, sollte da eben dann noch Grillkohle mitgeführt werden und scheinbar auch Grillanzünder. Das war wohl so gedacht, dass dieser Grillanzünder eben einfach dieses juristisch gesehen diesen Grilleffekt ein bisschen deutlicher macht und den Teilnehmern ist wohl auch gesagt worden, dass sie eben nur mittels dieses Hobokochers vorher machen dürfen. Jetzt kann man da geteilter Meinung zu sein. Also zunächst mal bei Waldbrandgefahr ist es natürlich und die gab es kanadaweit, vielleicht nicht unbedingt im Küstenbereich der Insel, wo Fritz und Martin waren. Da sicher nicht. Im Hinterland der Insel doch, ja. Da würde ich auch sagen, dass da das Potenzial für Waldbrandgefahr durchaus gegeben ist. Da man ja bei Platte und Ruiz sehen kann, dass die im Moor hocken und da einigermaßen trocken im Moor hocken und das 14 Tage lang. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, auch die Situation, wie das Moorwasser, was Fritz und Martin dann noch als Ersatztrinkwasser gesucht haben, sehr, 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 sehr sauer geschmeckt hat und quasi ungenießbar war. Das sind alles so Indizien, die darauf hinweisen, dass die Insel schon sehr stark ausgetrocknet ist. Auch die kaum vorhandene Fließgeschwindigkeit von Fritz und Martin in ihrem Fluss, das ist auch ein Zeichen dafür, dass da eben, wie gesagt, ziemlich wenig Wasser im Umlauf gewesen ist. Der Fluss hat noch Wasser, der fließt noch, aber der fließt keinesfalls schnell. Und wenn man bedenkt, wie groß und wie breit der ist, sollte der eigentlich nochmal normalerweise in der Lage sein, eine andere Menge von Wasser zu transportieren. Und ja, es geben auch schlicht und ergreifend die Klimadaten her, dass Kanada in diesem Sommer, also wirklich auch die Küstenregion, wo wir unsere Teilnehmer verorten dürfen, sehr, sehr trocken gewesen ist. Also wirklich völlig unangenehm und ungewöhnlich trocken. Auch, dass die jetzt auf der Insel gehockt sind, ohne dass es einmal nennenswert geregnet hätte, ist auch
Ja, also das ist nahezu fast rein vom langjährigen Durchschnitt nahezu fast unmöglich. Vancouver Island plus die beiden kleinen Inselchen da oben dran ist eine der nassesten Ecken der Welt. Das ist also wirklich einer der Orte mit dem regnerischsten Wetter überhaupt. Ja, da mal 2 Wochen ohne einen Tropfen Regen, das kommt nur alle paar hundert Jahre gefühlt mal vor, beziehungsweise so lange ohne Regen, dass davor ja schon alles durchgetrocknet war. Das dürfte wirklich eine Jahrtausend-Trockenheit gewesen sein. Also rein so von der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass so eine starke Trockenheit überhaupt mal auftritt, die wir da in dieses Jahr in Kanada erlebt haben. Und ja, ausgerechnet da war jetzt halt eben nun mal Seven vs. Wild. Da kann jetzt niemand was dafür. Da kann man jetzt auch keinen für verantwortlich machen. Mich persönlich nervt es allerdings ein wenig, und das hatte ich irgendwann mal zwischendrin in irgendeinem Kommentar, den ich da schon abgegeben habe, ja schon mal gesagt. Es ist sehr schade, dass eben dieser Aspekt der es regnet überhaupt nicht Situation dazu geführt hat, dass natürlich spektakuläre, durchweichte Szenen mit frierenden Teilnehmern uns leider entgangen sind. Ja, gut für die Teilnehmer, schlecht für den Unterhaltungsfaktor und eben für die Survival-Techniken im Umgang mit Scheißwetter, die wir ansonsten zu sehen bekommen hätten. Gesehen haben wir davon ja keine, weil sie schlicht nicht notwendig waren. Wie gesagt, da kann keiner was dafür, niemand, schon gar nicht die Teilnehmer. Aber ja, es ist natürlich ein bisschen schade. Gut, aber jetzt zu der ausgetrockneten Situation, ist da eine Waldbrandgefahr möglich? Definitiv, ja. Unter diesen Situationen kann man so einen Wald anzünden. Gerade diesen Mangrovensumpf. Ich wollte ein paar Mal auf dem Bildschirm einprügeln, wenn der noch um 17 Mal nach Mangrovensumpf sagt, der Olle Trimax. Ich hatte schon ganz am Anfang beim Trailer darauf hingewiesen, dass das niemals Mangroven sein können. Da gibt es keine einzige in ganz Kanada, nirgendwo, wenn überhaupt in irgendeinem botanischen Garten mit Gewächshaus. Aber sonst keine Chance, dass da jemals irgendwo eine Mangrove wachsen kann. Wie auch immer, da ist in diesem Verhau schon noch eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden. Das heißt aber nicht zwingend, dass der nicht auch oberflächlich bei der Menge an Totholz, die da rumliegt, ein bisschen durchgetrocknet sein kann. Und dann kann, wenn man es dann schafft, da mal ein größeres Feuerchen zu entzünden und wenn dieses dann außer Kontrolle gerät, die schiere Menge an Totholz auf der Insel, die da an Brennmaterial rumliegt, auch bei einer gewissen Grundfeuchte, doch schnell dazu führen, dass wir ein flammendes Inferno bekommen. Und zwar wirklich ein flammendes Inferno, nicht einen kleinen Waldbrand, wie das in Deutschland, wenn es da mal einen Waldbrand gibt, üblich ist. Ja, die allermeisten Waldbrände in Deutschland sind Kleinigkeiten, die meistens auch von alleine wieder ausgehen würden. Es gibt ein paar Ausnahmen, keine Frage. Das sind auch die, die dann in die Nachrichten kommen und so weiter und so fort. Aber die sind gemessen an der Gesamtwaldbrandstatistik wirklich sehr seltene Ausnahmen, dass da mal sowas richtig, richtig Schlimmes passiert. Gut, ne? Also, soll heißen, Bushbox oder irgendeine andere Möglichkeit, ein möglichst sicheres Feuer da zu machen, ist sinnvoll. Ja? Also ich möchte hier insbesondere die First Nations da in Schutz nehmen, weil die halt eben Angst darum hatten, dass ein Haufen Anfänger ihren Wald anzünden. Nicht ganz unberechtigt, kann man irgendwo ein Stück weit verstehen. So, mit der Bushbox muss man ja auch sagen, macht die alles einfacher? Jein. Sie macht das Feuermachen prinzipiell erstmal einfacher. Es ist leichter zu managen, es brennt besser und generell kriegt man bei, ich sag jetzt mal, feuchtem Holz eher ein gutes Feuer zu laufen, wenn man so einen Hobokocher dabei hat. Andererseits ist das Feuer eben in der Größe stark begrenzt. So Dinge wie Steine drin heiß machen, was wir bei Trimax und Rumatra gesehen haben, jetzt endlich mal in einer Staffel von Seven vs. Wild, dass das geht und dass man damit auch in gammeliger Plastikflasche oder Plastikcontainer Heißwasser machen kann. Zumindest gegen Ende hat es ja dann auch mal richtig gekocht bei denen. Das ist eine tolle Survival-Technik, dass wir die mal gesehen haben. Das kommt dann aber nachher nochmal in die Kategorie Lob. Ja? Aber in so einer Bushbox, beziehungsweise auf so einer Bushbox so viele Steine heiß zu machen, das ist jetzt eher ein Nachteil, weil du da halt dann wirklich eine ganze Weile brauchst, bis du so viele Steine überhaupt warm bekommst oder heiß bekommst. Das kannst du natürlich bei einem flächigen Feuer, das du beliebig groß machen kannst, also größer als sowas, ist immer doof,
Ne? Das ist wirklich völlig unnötig und braucht nur unnötig viel Kraft, weil du dann unnötig viel Brennholz schaffen musst. Aber trotzdem hast du da einfach viel mehr Möglichkeiten. Du kannst theoretisch, da sie einen Schlafsack haben, ist das nicht notwendig, mit der Bushbox allein auch kein Wärmefeuer machen, um die Nacht einigermaßen warm zu überstehen. Du kannst auch nicht zum Beispiel ein großes Feuerbett machen und dich dann hinterher drauflegen, dass der Boden eben noch schön warm ist und dich dann die Nacht überwärmt. Solche Späße kannst du alles nicht machen, wenn du nur eine Bushbox hast. Das heißt, das Ding ist zwar, das Feuer anzubekommen und zu unterhalten ist einfacher. Ja, viele fancy Feuertechniken im fortgeschrittenen Survival, sage ich jetzt mal, die sind aber alle mit dem Ding quasi nicht möglich. Und so gesehen bin ich da insgesamt doch ganz fein damit, dass das eben nicht nur Vorteile hat, sondern eben auch Nachteile und eben die Chance, dass jemand gerade bei den nicht ganz zurechnungsfähigen Kandidaten oder bei den, sagen wir, vielleicht eventuell nicht ganz zurechnungsfähigen Kandidaten, dass auch diese nicht genötigt worden sind, ein großes Feuer zu machen, weil vielleicht wären sie dann auf die Idee gekommen, lass uns ein Bro-Dude-Alter-Feuer machen, und was dann besonders groß ist. Ja? Und wie die Aborigine immer so schön sagen, man erkennt die Größe des Idioten an der Größe des Feuers, das er macht. Und dementsprechend vielleicht ganz gut, dass wir nicht erfahren haben, wie hoch der Idiotie-Level bei den einzelnen Teilnehmern wohl möglich aus Sicht der Aborigine hätte sein sollen. Ja, gut. Das wäre jetzt schon mal ein paar wesentliche Dreh- und Angelpunkte zur Feuerthematik. Dass es nicht geregnet hat, habe ich ja schon gesagt. Für mich persönlich sehr, 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 sehr schade. Wäre insbesondere interessant gewesen bei dem viel zu flachen Dach von Joey Kelly und der Tatsache, dass seine Böschung bei einem kanadischen Regen, bei einem Regen, wie er da normalerweise üblich ist, unter der die er sich gebuddelt hat, wahrscheinlich dann doch durchlässig gewesen wäre. Insbesondere, wenn man dann noch Material weggräbt und die natürlich entstandene Struktur so dann gar nicht mehr vorhanden ist. Das hätte auf keinen Fall bei Starkregen lange Zeit dicht gehalten. Und wie gesagt, das Dächlein, die Veranda, die er sich da vorne dran gebaut hat, den Wintergarten oder wie auch immer man das nennen möchte, viel zu flach. Ja, also wenn es da so drauf, so einen Winkel gibt, ja, dann hat das Wasser ja keine Chance, da abzufließen. Dann regnet es drauf, das Wasser läuft mit der Schwerkraft senkrecht durch, geht an all den Pflänzchen vorbei, und wenn du da noch so viel Reisig drauf schmeißt, das fließt einfach durch das Reisig durch und tropft die unten raus. Mit den Rettungsdecken, nur ist die Frage, ob sich in der Mitte der Rettungsdecke nicht einfach ein See bildet, die Rettungsdecke nach unten langsam durchsackt und irgendwann fällt die einfach unten raus, weil sich das Wasser so sehr in der Rettungsdecke sammelt, oder irgendwo eine Seite kracht nach unten und die gesamte See, den man dann unterhalb des Daches gesammelt hat, entlädt sich nach unten. Also das Shelter mag schön aussehen und es ist sicher viel Bauaufwand und sicherlich dann auch irgendwann ganz gemütlich, aber von wirklich regensicher kann da keine Rede sein. Kurze Mini-Regenereignisse sicher, ja, gerade auch eben mit der Variante mit der Böschung, aber da war dann tatsächlich das Modell Knossi und Sascha fast schon, also wenn die noch eine Plane gehabt hätten, wenn da noch eine wasserdichte Schicht in Form einer, zum Beispiel von einem Dynamatab, was ja insgesamt dann viele Teilnehmer dabei hatten, habe ich empfohlen, ich war's. Und von daher mag das sein, dass damit das Ganze dann wirklich sehr, sehr dicht gewesen wäre, aber ganz ohne Kunststoffkomponente, obwohl sie in die Mitte noch irgendwas reingelegt hatten, was aus Kunststoff war, was dann vermutlich wasserdicht gewesen ist, haben wir ja gemerkt bei dem halben Schluck Wasser, den der Sascha ganz am Schluss draufgekippt hat aufs Lager, ist trotzdem ein paar Tropfen durchgekommen. Bei also einem Starkregenereignis, das Wasser fließt einfach um die Bretter, da kannst du drauflegen, was du lustig bist, das fließt einfach um die Bretter drumherum, sifft sich nach unten durch und irgendwann tropft das auch durch. Ja, wenn es da also genügend regnet, dann ist es wirklich fast unmöglich,
fast 100% sicheres und dichtes Dach zu bauen. Wenn es irgendwann ist, das halt dann auch mal durch. Ja? Zumindest ich wüsste nicht, wie ich das machen sollte und habe auch noch nie eine Anleitung gesehen, die zu garantieren scheint, wie man rein aus Naturmaterialien ein wirklich perfekt dichtes Dach baut, es sei denn, du hast wirklich ganz viel Zeit und machst dir wirklich ein Schindeldächlein, dass du Rindenstückchen schindeln, wirklich so dachdeckerisch anbringst, als wäre es tatsächlich ein gedecktes Dach vom Dachdecker und eben das Ganze schön steil, ne? Entsprechend lang dann das Dach, damit eben der Winkel mindestens so ist, damit das Ganze eher abfließt nach unten und dann die einzelnen Schindeln natürlich überlappend, ne? Also die obere geht ein bisschen weiter runter, die untere schiebt sich unten drunter. Die obere geht wieder ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich das meine. Dachziegelprinzip. Ja? Und ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es möglich ist, ein sehr langhaltendes Dach herzustellen. Aber das hatte keiner der Teilnehmer. Ja? Das hatten in dem Level die Naturensöhne ja auch nicht mit Naturmaterialien. Dafür hatten sie ja aber noch eine Plane dabei. Und das ist halt eben das Entscheidende. Und ich habe ja im Vorfeld gesagt, und ich bleibe dabei, hätte es geregnet, wäre eine Plane so ziemlich der nützlichste Ausrüstungsgegenstand, den du in die Flasche reinpacken kannst. Weil du dann mit Sicherheit eben ein Shelter bauen kannst, das auch wirklich wasserdicht ist und du dann kein Problem mit Nasswerden und dementsprechend dann in der Kälte dann auch am Frieren bekommen würdest. Ja. Auch wenn die Temperaturen nie besonders niedrig gewesen sind, aber sobald da Feuchtigkeit dazukommt, das konnte man bei Fritz und Martin schön sehen in ihrem Spülsaumbereich. Und übrigens haben auch nochmal viele nachgefragt, dieser Nebel bzw. Regen, den die da haben, das ist alles Gischt, das ist alles Material, das vom Ozean aufgewebelt wird und mit dem Wind ins Inland, ein paar Meter weit ins Inland reinzieht. Und diese Gischt ist auch salzig, das hat der Fritz auch wunderbar erkannt und wunderbar erklärt. Da habe ich eigentlich kaum was hinzuzufügen, was man wunderbar an den fast toten Bäumen sehen kann, die da so um den Bereich, wo Fritz und Martin ihr Shelter aufgeschlagen haben, drumherum stehen. Die leiden eben sehr unter Salzwasser. Jetzt kann man sich fragen, aha, aber wenn das Salzwasser sein soll, warum sind dann nicht die ganzen Büsche, durch die sich Fritz und Martin schlagen mussten, auch am Sterbseln vom vielen Salzwasser? Naja, ganz einfach, weil normalerweise ist das eine Landschaft, in der es ewig viel regnet. Und wenn es da ewig viel regnet und ein bisschen salzige Gischt dazu kommt, dann wird die salzige Gischt bzw. das Salz durch die salzige Gischt vom nächsten starken Regenschauer relativ schnell in den Boden hinabgetragen, also versickert schnell ins Innere des Bodens und unten sind die Baumwurzeln. Ja? Das heißt, die Bäume haben nichts davon, wenn das Salzwasser sich unten drunter, ja konzentriert tut es sich nicht, aber sich meistens weiter unten im Boden befindet und nach da relativ schnell reingesaugt wird, beziehungsweise reingewaschen wird, Infiltration nennt sich das, und die kriegen das trotzdem über die Wurzeln mit und leiden da also sehr drunter, wie man ja auch sieht. Der Waldzustand ist wirklich hundsmiserabel, was an einer Salzvergiftung liegen muss, da wo sie eben Fritz und Martin befinden. Aber diese Büsche wiederum, die haben Wurzeln, die gar nicht besonders tief reichen, schon gar nicht bis auf Baumwurzelniveau. Die Bäume wurzeln also unter den Buschwurzeln sozusagen. Und da das Wasser, das salzhaltige Wasser, immer mit dem nächsten Regen nach unten gewaschen wird, ist der Oberboden dann natürlich nur noch mit Süßwasser bzw. Regenwasser gedrängt. Soll heißen, dass die Büsche weitestgehend sich über Süßwasser ernähren können bzw. trinken können, während die Bäume eben darauf angewiesen sind, das Salzwasser zu sich zu nehmen. Das ist also ganz eindeutig, das hat der Fritz absolut richtig erkannt und dem ist nichts hinzuzufügen. Ne? Also falls es da noch offene Fragen gab. Die Gischt kann sehr wohl salzig sein, weil die Gift, das ist nicht verdunstetes Wasser, dann wäre es salzfrei, ja? Wenn es verdunsten würde. Das ist ja Wasserdampf. Nein, es ist einfach aufgewirbeltes zerstäubtes Wasser, wie wenn du so eine Pflanzenspritzpistole, diesen Zerstäuber, mit dem man seine Pflanze machen kann, damit sie dann irgendwie ein bisschen benetzt wird, zum Beispiel. Wenn du da Salzwasser reinfüllst, dann hast du auch einen salzigen Nebel, mit dem du machen kannst. Und das ist nichts anderes. Ja? Also wir müssen da wirklich unterscheiden, ist es verdunstetes Wasser, das dann als wirklich verdunstetes Wasser und Wolke irgendwo hinfliegt, das kann niemals Salzwasser sein. Das ist tatsächlich unmöglich. Ist es einfach aufgewirbeltes
feuchtes Wasser, was nie so warm war, dass es verdunstet ist, beziehungsweise jedes Wasser verdunstet irgendwann mal, bei egal welcher Temperatur, ein gewisser Anteil der Wassermoleküle geht trotzdem in die gasförmige Phase über, selbst wenn es 0 Grad, ja gut, dann ist es Eis, aber dann sublimiert es, ne? Oder resublimiert, ich kann mir immer nicht merken, was ist, aber egal, aber in jedem Fall, Wasser, das, egal in welchem Aggregatzustand, mit der Luft in Berührung kommt, da gehen immer mal einzelne Teilchen, egal bei welcher Temperatur, außer minus 263 Grad oder irgendwie sowas, dann nicht mehr, aber ansonsten bei jeder erdenklichen Temperatur einzelne Molekülchen hin und wieder mal in die Gasphase über, und das ist immer kein Salzwasser, genauso wenig wie es Salz Eis gibt, das geht auch nicht. Sobald das Wasser gefriert, ist da kein Salz drin. Klopfst du dir, egal aus welchem salzigen Ozean, ein Stück Eis raus und schmilzt dir das, hast du immer Süßwasser. So, ja, so viel an der Stelle. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte doch was kritisieren. Ah ja, genau. Also so generell eben Shelter mit undichten Dächern. Wie gesagt, Knossi und Sascha, das wäre auch undicht gewesen. Es hätte eine Weile lang gehalten. Das Konzept, da ohne Plane hinzugehen, hätte es geregnet, wäre es den beiden zum Verhängnis geworden. Ich will sie nachher auch noch loben. Aber das müssen wir an der Stelle unbedingt mal festhalten, dass sie klatschnass geworden wären und aufgrund von ständig durchgeweicht sein bei einem richtigen Wetter für Vancouver Island, also dem Standard Vancouver Island Wetter, da werden die mit Sicherheit ausgeschieden, mit Sicherheit. Da bin ich voll und ganz überzeugt von. Das gleiche gilt im viel stärkeren Maß natürlich noch für Platte und Reese, mit deren, ihrem Shelter, an dem sie die ganze Zeit rumgebaut haben, in Anführungszeichen, und ein bisschen Torfmoos draufgelegt, damit es hübscher ausschaut. Das ist natürlich das Bare Minimum, wie man auf Englisch nicht sagt. Aber ja, also wirklich erfüllt irgendwo psychologisch den Zweck, dass man das Gefühl hat, dass man nicht einfach irgendwo am Boden rumliegt. Aber de facto sind sie irgendwo am Boden rumgelegen. Warum war denen vom Boden her vergleichsweise wenig kalt? Da gibt es eine einfache Erklärung dafür. Weil ich hatte mich schon gewundert, kurzen Moment hatte ich mich gewundert, warum klagen die nicht über kalten Boden oder klagen nur wenig, in Anführungszeichen, über kalten Boden, obwohl sie mit quasi keinem Polstermaterial, das ist lächerlich, das bisschen, was sie da an Zweigchen hingelegt haben, das kannst du vergessen, das isoliert überhaupt nicht. Und trotzdem klagen sie nicht über besonders kalten Boden. Das Phänomen ist schlicht und ergreifend das, was ich übrigens auch, wann immer ich über Bodenisolation oder Isomatten rede, immer mal wieder gerne erwähne. Je Torf das Material, auf dem man pennt, ist, desto wärmer ist es, sofern es dann trocken ist. Ja? Es kommt immer darauf an, worauf man schläft. Je nachdem, wie gut der Wärmeleiter ist, auf dem man schläft, zum Beispiel hier Beton, ist ein guter Wärmeleiter, setzt du dich drauf, wird dir ganz schnell kalt am Hintern. Ja, das liegt daran, dass der Beton als guter Wärmeleiter deine Körperwärme wunderbar ableitet in die Tiefen des Betons, zum Beispiel. Ja, und da in den Tiefen des Betons jede Menge Platz für Wärme ist und deine Körperwärme nicht ausreicht, den kompletten Beton so weit aufzuwärmen, dass die dann wieder warm wird, ist das ein Geschäft, das man nicht gewinnen kann. Ja? Und das gleiche gilt für Steine, Natursteine. Das gleiche gilt für beliebiges nasses Material. Das leitet dann auch erheblich besser die Wärme ab. Außerdem macht es nass. Und ja, das reicht ja erstmal an Beispielen. Das Gegenteil ist zum Beispiel trockenes Holz. Ne? Wer mal auf einer Steinbank gesessen ist, abgesehen davon, dass die hart ist, kriegt schnell einen nassen, kalten Hintern. Wer auf einer Holzbank sitzt, kriegt quasi fast nie einen kalten Hintern. Oder man setzt sich drauf, die Bank ist kurz kalt, aber da Holz ein hervorragender Isolator bzw. ein beschissener Leiter ist, heizt man, weil das Holz die Wärme kaum weitergeben kann, mit seinem Hinterteil das Holz, auf dem man sitzt, wunderbar auf, und dann ist die Bank auf einmal warm. Und man kriegt keinen kalten Hintern und man kann weiter lange auf seiner Holzbank rumsitzen. Holzbänke sind also definitiv die besseren Bänke, wie die, auf der ich gerade gesessen bin. Alles gut beim Hintern. Und ja, noch besser als Holz ist eine Matratze.
Und warum ist die besser? Weil sie fluffig ist und viel Luft im Inneren speichern kann. Warum funktioniert eine Isomatte? Weil sie Luft innen drin speichert. Luft ist hervorragend isolierend und ein scheiß Leiter. Und dementsprechend, gerade wenn sie am gleichen an Ort und Stelle bleibt, gibt es ein wunderbar warmes Luftpolster eben unter uns, wenn wir auf einer Luftmatte, Isomatte, sowas in die Richtung liegen. Oder eine Festschaum-Isomatte, die auch deswegen warm ist, weil im Festschaum auch wieder Luft eingeschlossen ist, die wir dann mit unserer Körperwärme aufwärmen. So, und wenn wir jetzt also möglichst warm schlafen wollen, rein von der Bodenisolation her, dann brauchen wir ein Material, das am besten so quasi Isolierschaum gleicht. Und in der Natur ist das mit Abstand tollste Zeug, was du finden kannst, Torf, also das, woraus ein Moor besteht, ne? So es dann trocken ist. In der Praxis, da ein Moor ein ständig nasser Lebensraum ist, findest du ganz selten nur mal trockenen Torf. Ja, in Vancouver Island oder auf Vancouver Island eigentlich so gut wie nie. Aber wenn doch, wenn tatsächlich ein halber Meter, 70 Zentimeter oder sonst wie die Torfschicht mal durchgetrocknet ist, dann kannst du da tatsächlich ohne Isomatte drauf liegen, ohne nach unten nennenswert zu frieren, weil du diese luftgesättigte Torfschicht, das ist wirklich wie Isomattenmaterial, einen besseren Untergrund zum warm Schlafen, so er dann trocken ist, wie gesagt, der Torf gibt es nicht. Und so gesehen muss ich mich jetzt selbst korrigieren. Ich sagte am Anfang, als wir über Seven vs. Wild angefangen haben zu sprechen, dass ins Moor zu gehen der kälteste Ort ist, den sich die zwei nur haben aussuchen können. Stimmt in fast allen Fällen, außer das Moor ist derart ausgetrocknet, wie wir inzwischen wissen, was der Fall war, dass der Torf sogar quasi als Isomatte taugt. Ja, und damit wäre dann auch geklärt, warum die eben vergleichsweise wenig gefroren haben, obwohl sie kaum Nahrung zu sich genommen haben und beide nicht unbedingt vielleicht Menschen sind, die hervorragend an Kälte angepasst sind und da grundsätzlich keine Schwierigkeiten mit haben. Ja, um das Thema im Kritikteil Platte und Rees abzuschließen, ich habe die irgendwann geskippt. Ja? Geskippt ist Neudeutsch für die Abschnitte, in denen sie vorgekommen sind, einfach so lange vorgeklickt, bis sie wieder weg gewesen sind. Das heißt, ich weiß gar nicht, was sie die meiste Zeit getrieben haben. Das, was ich aber an den Ausschnittchen beim Vorskippen gesehen habe, ist, dass sie nichts getrieben haben. Bedeutet, die sind da einfach nur 14 Tage rumgesessen und haben 14 Tage vor sich hin verhungert. Das kann man machen. Und ich möchte an der Stelle auch nicht zu böse sein. Es braucht schon eine gewisse Willensstärke und eine gewisse stoische Gelassenheit, um in dieser wahrscheinlich stinklangweiligen Situation einfach mal 14 Tage abzusitzen. Ja? Das muss man schon wollen. Muss man es auch können? Ja? Das ist jetzt die Frage, wie wir können definieren. Wenn du geistig dazu in der Lage bist, zwei Wochen rumzusitzen und nichts zu tun und dabei noch nicht mal was zu fressen zu haben. Ja, ich könnte das nicht. Wäre mir völlig unvorstellbar und würde ich niemals machen und hätte da überhaupt keine Lust dazu. Von daher ist es eine Fähigkeit, die sie mir voraus sind. Ja, das muss man zugeben. Und das ist sicher auch eine Fähigkeit, die in bestimmten Situationen nützlich sein kann. Und ansonsten, wie gesagt, vom Survival her, sie haben da ihre schäbige Hütte gebaut. Das ist nicht schlimm, dass die schäbig ist. Das darf die schon sein. Das ist nicht wirklich, ja, hat ja eh nicht geregnet. Und ansonsten haben wir sie dabei gesehen, wie sie verschiedenes Wasser durchprobiert haben. Dann ging es irgendwann noch mal drum, aufs Klo zu gehen. Und ansonsten sind sie ein paar Mal sinnlos zum Meer gelatscht. Und jetzt kommen wir dann wirklich zum Kritikteil, weil was mich persönlich sehr stört, was ich verstehen kann wiederum, dass es von den Produzenten einfach komplett nicht thematisiert worden ist während der Serie, aber einige Märsche ans Meer. Warum machen die das? Das ist doch vollkommen sinnlos. Ist halt zum Briefkasten, ne? Um den Briefkasten mit Speicherkarten zu bestücken und ich weiß nicht, welche Teams sind, ich will hier auch nichts Böses unterstellen. Also ich sage jetzt mal generell, es gab Teams,
die dann bei der Gelegenheit der Briefkastenleerung eben noch wunderbar einen Schwatz mit den Briefkastenlehrenden gehalten haben. Und scheinbar waren die Briefkastenlehrenden, scheinbar, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, auch durchaus geneigt, den Schwatz zu erwidern. Ja? Und das finde ich scheiße. Also überhaupt diese Briefkasten Regelung, dass die Speicherkarten also an Tag A, B, C und was weiß ich wann jeweils abgeholt werden und man dann eben, eben von der Produktion her schon anfangen kann mit dem Schneiden oder was auch immer. Mag sein, dass der Zeitdruck das notwendig gemacht hat, aber dann ist es halt scheiße organisiert, wenn es so einen Zeitdruck gibt, dass sowas notwendig ist. Ich finde es jedenfalls, also ganz wie der Fritz, sehr, sehr kacke, dass diese Briefkastenlösung eben dieses Alleinsein, diese Isolation, wenn auch nur zu zweit, weil es ja dann keine richtige Isolation ist, dass es das kaputt macht. Und deshalb finde ich diese Briefkastenregelung generell fragwürdig und finde es besonders scheiße, ohne jetzt zu wissen, wer das im konkreten Fall genau gewesen ist. Aber ich finde es besonders kacke, dass es Teams gab, die dann eben den Briefkasten sozusagen belauert haben, um dann eben noch ein Schwätzchen mit den Abholenden zu halten. Das stört die Immersion, ja? Also das Gefühl, dass das, was man da sieht, tatsächlich echt ist. Und sie haben es ja wirklich schön zusammengeschnitten, dass man davon nichts merkt. Und es nervt mich jetzt im Nachhinein wirklich sehr, dass ich das jetzt eben weiß, weil es mir den Genuss der Serie jetzt doch ein bisschen, nicht völlig, aber doch ein bisschen madig macht. Ja? Und in die gleiche Kerbe wie eben das, wir laufen zum Briefkasten, geht halt eben auch der Anruf oder was das genau gewesen ist von Knossi und Sascha, also von Knossi ausgehend beim Orga-Team wegen Red Tide für mich durch. Wer das noch nicht mitbekommen hat, Knossi und Sascha haben sich zwischendurch, als sie mal Muscheln gegessen haben, beziehungsweise Muscheln gefangen haben, Muscheln zubereitet haben und dann futtert der Sascha die erste und dann fällt Knossi ein Red Tide. Und soweit ich mich erinnern kann, ich habe das nicht nochmal nachgeguckt, aber kommt dann mehr oder weniger relativ schnell ein Schnitt, beziehungsweise Sascha sagt, er isst die trotzdem, Schnitt und dann geht es mit dem nächsten Team weiter. Und was da weiter mit Red Tide war, erfahren wir so nicht. Ich bin davon ausgegangen, beim ersten Gucken auf Freevee, ja, dann wird das wohl nicht weiter thematisiert geworden sein und dann haben sie die Muscheln halt gegessen. Wie man dann hinterher in der Reaction von Sascha dann erfahren hat, haben sie die Muscheln, weiß ich nicht, ob sie gegessen haben oder zumindest eine, und dann haben sie bei der Orga angerufen. Und die Orga konnte ihnen dann wohl nicht wirklich weiterhelfen, ob sie jetzt nur Muscheln essen dürfen oder nicht. Haben das wohl selber erst recherchieren müssen, was wieder für die Qualität der Orga spricht, beziehungsweise für die Qualität der Experten vor Ort, das Sicherheitsteam oder so. Bei denen habe ich wirklich nicht viel von Expertise gemerkt. Vielleicht täuscht das auch total und es lässt die in einem viel schlechteren Licht erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Aber ich habe die nichts tun sehen, was irgendwie für mich den Eindruck erweckt, dass die was können. Andererseits, sie werden sich da auch nicht die völligen Flachpfeifen rausgesucht haben für das Sicherheitsteam, das Background-Check-Team oder was, wie auch immer man die nennen möchte. Also da werden sie schon irgendjemand ausgewählt haben, der den Ruf hat zu wissen, was er tut. Ja? Aber wie gesagt, davon sieht man halt nichts. Und ich will jetzt auch, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die wirklich nichts drauf haben. Aber warum da keiner im Basiscamp sofort weiß, was Red Tide sein soll? Ich meine, das wusste Hanna, das wusste ich, das wussten diverse andere Leute. Und ja, von daher muss das doch möglich gewesen sein, dass da auch die Orga dann darüber Bescheid weiß. So, und jedenfalls das Ende vom Lied war, dass die wohl erst gesagt haben, weiß nicht, im Zweifel kannst du vielleicht essen. Und dann später angefahren kamen per Boot, um dann rüber zu brüllen, nicht die Muscheln essen. Weil sie dann rausgefunden haben, dass man Muscheln, wenn Red Tide ist, doch vielleicht besser nicht essen sollte. So,
Und da wir ja hier sind, um Hintergründe zu besprechen, was ist Red Tide? Das ist eine Algenblüte von, ich habe den lateinischen Namen jetzt gerade, den wissenschaftlichen Namen leider nicht auswendig drauf. Da kommt halt wieder nur der Forstwissenschaftler und nicht der Biologe, der sich mit so einem Phänomen von Berufs wegen intensiv beschäftigt hat. Aber so viel Mikrobiologie kann ich auch, dass ich zumindest mal sagen kann, grundsätzlich sind Photosynthese betreibende Algen, die gibt es auch in Rot, in der Lage, fiese Toxine in ihre Zellen einzulagern. Fiese Toxine, so Dinge wie Nervengift. Ja, Nervengift ist natürlich, kann man sich jetzt vorstellen, dass das schlimm ist? Ja, ist es. Kommt immer auf die Menge drauf an, aber das haben die einfach so in der Zelle drin. Und ich erwähne die Toxine, die insbesondere Cyanobakterien, also Photosynthese betreibende Bakterien und primitivste Algen, die schon kein Bakterium mehr sind, aber trotzdem nicht weit weg davon sozusagen, die haben alle diese Gifte eingelagert oder können sie haben. Und das heißt, auch für an Land Trinkwasseraufbereitung ist es ein Punkt, wenn du aus einem stehenden Gewässer säufst, in dem das Wasser sich eben nicht bewegt und damit ein photosynthesemachender Kleinstorganismus an Ort und Stelle hängend einfach seine Photosynthese durchziehen kann und dann wächst und sich teilt und dann wächst und sich teilt und so weiter, dass ein kleines stehendes Gewässer, auch wenn man es nicht sehen kann, trotzdem einige Cyanobakterien enthält. Und wenn wir die mittrinken, beim Wasser in der Natur finden, dann kann es passieren, dass wir uns diese Neurotoxine, also Nervengifte, mit einverleiben. Ja? Da hilft auch Abkochen nichts, weil damit bringst du zwar die Zelle zum Platzen, aber das Gift ist immer noch in der Zelle drin, das landet dann einfach im Wasser. Manche dieser Gifte sind hitzestabil, das heißt beim Abkochen gehen die nicht kaputt und du hast dann trotzdem dein Nervengift gerade gesoffen. So viel zum Trinkwasser. Ja? Also das kann einem auch an Land passieren. Hat gar nichts mit der Algenblüte im Meer zu tun. Haben wir aber eine massive Algenblüte im Meer, nämlich Red Tide, die häufig dann auch rot aussieht. Da könnt ihr mal Bilder zu googeln, beziehungsweise ich kann euch auch irgendeins einblenden, hoffe ich, wenn ich eins finde, was urheberrechtlich dafür in Ordnung ist. Oder googelt einfach mal selber. Da findet ihr so schöne Bilder und da ist das komplette Meer rot. Und es gibt sogar Fälle, wo diese Algen derart intensiv gewachsen sind, dass sie sogar Gas abgeben, das beim Einatmen für verschiedene Tiere, inklusive Mensch, gefährlich sein kann. Ja, also bei einem richtigen Massenauftreten und einer richtigen Algenblüte. So, da man nicht genau weiß, wann das passiert und das relativ schnell mal passieren kann und recht schnell entstehen kann, diese Red Tide, ist man dazu übergegangen von Seiten der Behörden. Ja, Behörden müssen immer eine Entscheidung treffen, die für alle funktioniert, auch für diejenigen, die sich nicht groß mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das ist auch gut und richtig so. Von Seiten der Behörden quasi zu sagen, esst keine Muscheln zwischen, ich weiß nicht, Mai oder März und Oktober. Irgendwie sowas. Ja, kann auch ein anderes Zeitkorridor sein, das weiß ich nicht mehr auswendig. Warum keine Muscheln? Weil, wenn Red Tide ist, oder war und die Muschel Red Tide-haltiges, einfach formuliert, Red Tide-haltiges Wasser gefiltert hat, um da eben ihre Nährstoffe rauszuziehen und das, wovon sich so eine Muschel so ernährt, dann hat sie auch das Gift zu sich genommen und dieses Gift hat sie dann vermutlich in ihren Speicherorganen gespeichert. So, und hier muss jetzt der Ben aus dem Schnitt nochmal ein bisschen eingrätschen. Der ist nämlich nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was er da vor Ort erzählt hat. Das ist zwar schon grundsätzlich alles soweit okay, möchte aber jetzt nochmal ein bisschen kurz erklären. Das da ist eine Muschel. Ja, das ist nicht unbedingt der Teil der Muschel, den man üblicherweise sieht, sondern das ist eben wirklich das komplette Tier Muschel. Eine Muschel ist ein Tier. Ja? Die sind ziemlich reduziert, die sind auch nicht mehr allzu mobil. Sie haben zwar noch einen Fuß, mit dem sie sich zum Beispiel in den Sand eingraben können. In vielen Fällen haben sie dann hier noch so einen langen Arm und oben an diesem Arm befindet sich dann irgendwas zur Nahrungsaufnahme beispielsweise. Ja, Muscheln sind durchaus auch eine recht vielfältige Gruppe und haben verschiedene Methoden entwickelt, um eben an Nährstoffe ranzukommen, aber allgemein kann man sagen, dass eine Muschel dadurch gekennzeichnet ist, dass sie zwei Schalenhälften hat, die aufklappbar sind und eben auch wieder zusammenklappbar, was auch dem Schutz der Muschel dient, sollte sie mal trocken fallen oder irgendwie anderweitig jemand versuchen, die Muschel aufzumampfen. So eine Muschel
filtriert meistens irgendwelches Material und wenn nicht, wenn sie jetzt zum Beispiel hier so eine Muschel ist, die da so einen langen Stöpsel hat, mit dem sie irgendwo hingreifen, in Anführungszeichen, kann, um da etwas aufzunehmen, zum Beispiel wirklich einzellige Organismen wie Cyanobakterien, ne, oder Algen, einzellige Algen einfache, dann kann sie damit da hingreifen, diese dann aufnehmen und durch diesen Rüssel sozusagen bis ins Innere führen und dort dann eben speichern bzw. durch den Darm jagen. Je nachdem, wie so eine Muschel filtert. Es gibt nämlich zum Beispiel auch hochentwickelte Muscheln, die in der Lage sind, einfach das Wasser, das durch ihre Kiemen, Muscheln haben Kiemen, die leben unter Wasser, ne, hindurch fließt, das einfach auszufiltern und alle Kleinstlebewesen, die sich in ihrem Kiemenwasser befinden, einfach da rauszufischen und diese dann zu verdauen. Ne? Zum Beispiel Plankton, ne? Zooplankton in dem Fall, dann überwiegend, was da dann hängen bleibt. Ne? So, und jetzt ist die große Frage, und das führt eben zu der großen Verwirrung bezüglich der ganzen Red Tide-Geschichte, wenn man sich nicht intensivst mit Muschelbiologie auskennt, tue ich auch nicht, dann weiß man nicht genau, und das ist wohl auch noch nicht hundertprozentig abschließend geklärt, inwiefern Muscheln welches Algentoxin in ihrem Muskelfleisch, also das, was wir dann später auch verzehren wollen, wenn wir mal eine Muschel essen, speichern. Und da findet man, wie gesagt, wenn man jetzt nicht Molluskenexperte ist, im Internet diverse Angaben dazu, ob sie es speichern, wenn sie es speichern, wie lange sie es speichern. Da ist die Rede von 1 bis 12 Wochen, irgendwie sowas um den Dreh, in seltenen Einzelfällen, aber auch ein Jahr. Man weiß es einfach noch nicht so genau und das Ganze ist noch nicht so hundertprozentig untersucht. Und wichtig vor allen Dingen ist eben auch die Frage, wird das ganze Zeug, die ganzen Toxine eben im Muskelfleisch gespeichert, das wir essen wollen, oder schafft es die Muschel, je nachdem wie hoch entwickelt die ist, die Toxine durch ihren Verdauungsapparat, also ihren Darm auf gut Deutsch, im Darm zu halten und eben nicht durch den Darm hindurch in ihr Muskelfleisch gelangen zu lassen, sondern der Darm eben wirklich als Filter funktioniert, um die Toxine draußen zu halten und die werden dann einfach von der Muschel bestenfalls wieder exkrementiert, ne? Also rausgeschissen auf gut Deutsch, oder eben im Darm selber angereichert, in der Darmwand angereichert oder sonst wie. Wenn letzteres der Fall ist, und bei manchen Toxinen wird das wohl so sein, dann würde es reichen, wenn man die Muschel verzehren möchte, dass man ihr einfach den Darm bzw. eben sämtliche Eingeweide, da wir wahrscheinlich nicht sicher unterscheiden können, was der Darm und was die anderen Muschel-Eingeweide Eingeweide so sind, die hat auch noch ein Herz, ne? Zum Beispiel. Das ist dann für uns nicht so wichtig. Wir schmeißen einfach alles, was Eingeweide ist, raus und essen nur das Muskelfleisch. Und da mag es dann eben Algentoxine geben und Muscheln geben, bei denen das funktioniert. Aber andererseits findet man eben auch ausdrückliche Warnungen, und die blende ich euch an der Stelle jetzt mal ein, die eben darauf hinweisen, dass es ganz unten im Text, bisher gibt es keine vernünftigen Mittel, um die Aufnahme von Toxinen durch Schalentiere zu verhindern oder die Toxine nach der Ernte aus Schalentieren zu entfernen. Ja, also wenn es keine vernünftigen Mittel gibt, um die Toxine aus den Schalentieren zu entfernen, dann wäre ja auch die Variante mit dem Organentnahme sozusagen nicht zugänglich, beziehungsweise jedenfalls nicht zuverlässig für jede Form von eben diesen verschiedenen Toxinen, die zum Beispiel eben durch Dinoflagellaten verursacht werden. Dinoflagellaten, diese Standard-Red-Tide-Alge, die nicht unbedingt die ist, die wir in Kanada erwarten müssten zu finden. Und ich quatsche jetzt gerade mal ein bisschen über das, was ich ursprünglich zur Red-Tide erzählt habe, einfach mal drüber, damit wir mal weiterkommen hier. Und wundert euch nicht, was der Ben da vor Ort erzählt. Das ist halt jetzt eben das zur Entnahme der Organe, weil ich dachte noch, das wäre eine sichere Technik, als ich da unterwegs war. Aber ich bin hier inzwischen
inzwischen eben aufgrund neuer gefundener Quellen noch mal ein bisschen tiefere Recherche da nicht mehr so ganz sicher. Soll heißen, im Zweifel ist es auf jeden Fall sicher nicht die dümmste Idee, so man dann eben wirklich da nicht der große Meister der Mollusken ist, Muscheln bei Red-Tide-Verdacht einfach gar nicht zu verzehren. Anders schaut es allerdings aus mit Schnecken. Data ist die gemeine Napfschnecke. Das ist so vielleicht die häufigste Napfschnecke, die unser eins auch schon mal gesehen hat. Die haben nur eine Schale, anders als die Muscheln, die sich aufklappen können. Lebt unsere Schnecke hier dadurch geschützt, dass sie sich mit ihrer Schale eben fest an den Boden drückt. Die Schale ist sehr hart, sehr stabil und die kriegst du so schnell auch nicht ab. Da musst du also schon ein bisschen mit dem Messer dran rumfriemeln, bis man die Schnecke dann mal lösen kann. Die bildet einen Unterdruck und kann dann auch eine Zeit lang oben außerhalb des Wassers überleben, indem sie sich so an den Felsen dran drückt. Dreht man sie allerdings um und schafft sie umzudrehen, dann kann man das Innere essen. Ich persönlich bin ja kein großer Fan von Meeresfrüchten, daher bäh. Aber es geht. Ja, also für Survival-Zwecke definitiv ein Wissen, was hilfreich sein könnte. So, und die ernährt sich jetzt, weil sie halt eben keine Muschel ist, eben nicht durch Filtrierung von irgendwelchem Wasser oder direkte Aufnahme von Kleinst-Lebewesen, sondern die wandert über ihren Stein und weidet, also nicht, wenn es trocken ist, ne? Nur während Wasser da ist, dann kann man das schlecht sehen. Aber die weidet dabei einfach die Mikroalgen, die auf dem Stein wachsen, ab. Ist also im Grunde eine Kuh, wenn man so möchte, eine sehr, sehr kleine Unterwasserkuh, die sich einfach vom Algenteppich, der da auf dem Stein sitzt, ernährt. So, und diese Algen, die da wachsen, das sind wieder Photosynthese betreibende Algen, allerdings jetzt keine, die zwingend dafür bekannt wären, dass sie besonders viele Giftstoffe enthalten, gar nicht. Und damit kann sie auch nicht an die ganzen giftstoffhaltigen, bösen Red-Tide-Algen rankommen und nimmt die im Wesentlichen entweder gar nicht oder nur in so geringen Mengen zu sich, dass das wirklich zu vernachlässigen ist. Und die wiederum ist essbar. Ne? Also die ist vor allen Dingen lustigerweise sogar roh essbar, weil da wirklich quasi gar nichts drin sein kann, was unser einen schadet. Und da muss man also jetzt ganz klar unterscheiden. Und das ist auch deswegen wichtig, um jetzt zu Seven vs. Wild zurückzukommen, weil Hannah und Affe eben genau diese Dinger, also ich weiß nicht, ob es gemeine Napfschnecken sind, aber Napfschnecken sind es, größtenteils eben da gemampft haben. Und sie sagen ja auch, sie gehen Schnecken essen. Hannah wusste das also offensichtlich, dass es sich hierbei nicht um Muscheln handelt, weil Hannah ja auch offensichtlich von Red Tide wusste und daher keine Muscheln gegessen hat, beziehungsweise die beiden keine Muscheln gegessen haben, aber eben Schnecken hingegen schon. Ne? Also Schnecke ist zwar auch ein Weichtier, aber schon ein durchaus anderer Organismus, die eine andere Lebensweise leben und damit ist das also wirklich ein anderes Thema und die kann man, wie gesagt, auch bei Red Tide potenziell, wenn man sie dann geschmacklich einigermaßen runterkriegt und das ist bei Hannah ja auch so ein Thema, dass sie die Teile nicht ganz richtig lecker findet, was ich sehr gut verstehen kann und ja, ne? Aber das geht. So. Und wie gefährlich ist jetzt diese ganze Red-Tide-Geschichte, um dann noch langsam mal zum Ende zu kommen? Das ist auch sehr schwierig rauszufinden, wie auch Hannah in ihrer Reaction zum Thema sehr schön zum Ausdruck gebracht hat, dass es wirklich ja widersprüchliche Informationen gibt. Manche sagen, es gibt eine Lebensmittelvergiftung, andere sagen, das ist tödlich. Das kommt natürlich ein Stück weit auf die Konzentration drauf an und welche Form von einzelligen Organismen am Red-Tide-Geschehen eigentlich gerade beteiligt sind. Und vieles ist auch forschungstechnisch noch gar nicht verstanden. Sollten die Neurotoxine beteiligt sein, die es da gibt, die da eine Rolle spielen, dann gibt es auch wiederum viele Quellen, die darauf hinweisen, dass es sich eher um ziemlich harmlose Neurotoxine handelt und man also auch bei einer Muschelvergiftung durch massiv Red-Tide veranlagte Muscheln
man eben nur in Anführungszeichen eine Lebensmittelvergiftung bekommt und dann geht es einem 2, 3 Tage nicht gut und dann ist aber auch wieder in Ordnung. Ja? Also Fälle, wo das super tödlich gewesen wäre, das sind dann diese extremen Massenvermehrungen und auch nur dann, wenn man mit diesen extremen Massenvermehrungen direkt in Kontakt kommt, sekundär durch Muschelkonsum, da wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendwelche Quellen zu gibt, dass das besonders tödlich wäre. So, und das ist jetzt wiederum wichtig, um dann nochmal auf die Frage einzugehen, ist es okay, dass Sascha und Knossi jetzt die Orga angerufen haben, weil das potenziell eine super tödliche Gefahr sein könnte? Und ja, ne, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, weil es halt wahrscheinlich keine allzu tödliche Gefahr eigentlich ist. Ne, wie gesagt, Lebensmittelvergiftung. Andererseits möchte man den Kandidaten vielleicht auch keine Lebensmittelvergiftung antun. Und dann wäre es vielleicht schon schön gewesen, wenn die Orga kurz darauf hingewiesen hätte, dass in dem Gebiet eben Red Tide kontaminierte Muscheln leben könnten und man dementsprechend am besten gar nicht erst Muscheln verzehrt. Zum Vergleich. Alone, Staffel 1 und 2, da war das den Kandidaten vorher mitgeteilt worden, dass sie bitte keine Muscheln essen sollen. Deswegen macht das da auch keiner. Und ja, da hielt man das für wichtig, dass man ihnen das sagt. Und da Alone für mich persönlich das Maß aller Dinge ist, würde ich sagen, wenn sie das bei Alone wichtig fanden zu erwähnen, dann hätte das Seven vs. Wild auch machen sollen. Und insofern stört's mich, dass Knossi und Sascha da anrufen mussten. Andererseits, ja, in der Situation mag man das akzeptieren und hätten sie deswegen jetzt disqualifiziert sein müssen, da kann man sich jetzt auch wunderbar drüber streiten. Hätten sie sich vorher mit Red Tide auseinandergesetzt, hätten sie ja gewusst, dass sie keine Nuscheln essen sollen. Nuscheln, ne? Und ja, schwierig. Ich habe da keine abschließende Meinung zu, aber ich kann jede Seite verstehen. Die, die sagen, das ist Kacke, die hätten disqualifiziert sein sollen. Genauso wie die, die sagen, na der, wenn die Orga so Kacke ist, dann ist das ja nachvollziehbar, dass sie dann nochmal nachfragen. Ich weiß es nicht genau. So, und jetzt gucken wir mal, was der Ben vor Ort da eigentlich gerade noch so schwadroniert. Fritz hatte da mal was von gehört. War ihm aber ansonsten, glaube ich, ziemlich egal. Ich glaube, das hätte ihn nicht aufgehalten, einfach trotzdem so ein Zeug zu futtern. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, hat er nichts Genaueres zu gesagt. Oder vielleicht hätte er es auch sein lassen. Aber auch das wäre ja eine konkrete und vernünftige Handlungsweise. Also wenn du davon gehört hast und du sagst, okay, mir ist das zu heikel, ich besorge mir mein Futter anderweitig. Insbesondere, wenn du dann in der Lage wärst, dir dein Futter auch wirklich anderweitig zu besorgen. Niemand hat es ja geschafft, und das ist nachvollziehbar, hätte ich auch nicht geschafft, seinen Kalorienbedarf tatsächlich zu decken während dieser Staffel 3. Aber einige waren dann doch besser dran als andere und haben mehr gegessen, als man vermuten würde, ne? Beziehungsweise als man im Vorfeld vermutet hätte. Und das, wenn wir dann zum Positiven kommen, finde ich schon sehr, sehr, sehr erfreulich, dass wir also insgesamt nicht nur die Hunger Games und zwei Leute verhungern vor sich hin, während sie nichts tun. Dramatische Musik. Nicht nur sowas gesehen haben, sondern eben auch Beschäftigungstherapie. Auch gut. Ja, zum Beispiel die Mädels beispielsweise. Ja, die darf man jetzt wieder nicht so nennen. Och Mann, es ist scheiße schwierig, ja, wenn da ein Frauenteam dabei ist, die irgendwie zu benennen, außer Affe und Hanna zu sagen. Ohne gleich hier irgendwie aus Versehen was Diskriminierendes zu sagen. Ich bin offensichtlich auch zu alt, um es gewöhnt zu sein, auf solche Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Das ist ja richtig, dass man auf solche Befindlichkeiten Rücksicht nimmt, aber ich habe da einfach keine Übung mit, dass man das neuerdings tut. Was wie gesagt richtig ist. Ich verstehe es, ich finde es auch gut. Es ist nur schwierig. Also, Affe und Hanna, ne? Affe und Hanna darf man in jedem Fall sagen. Ja, die Idee ist, du sagst bei den Männerteams ja auch nicht die Jungs und meinst ein konkretes Männerteam, sondern weil es sind halt alles Männerteams. Und dadurch, dass die Frauen halt nun mal eine Minderheit sind, ist man geneigt, von den Mädels zu sprechen. Ja, was sie aber irgendwie ein bisschen diskriminiert, weil ich bei den Jungs ja auch nicht von den Jungs spreche. Von den 6-mal die Jungs, ne? Daher, ja, wie gesagt, ich verstehe es irgendwo, es ist nur mühsam. So. Ja, aber die haben jedenfalls diverse Beschäftigungstherapien gefunden und das ist auch gut und richtig so und das hat auch für ziemlich viel Unterhaltung gesorgt. So, ich bin am Ende meiner Laufstrecke angekommen.
da geht es jetzt nicht mehr weiter, wie da hinten unschwer zu erkennen an der Straßensperrung. Sieht man die? Denke schon. Und daher muss ich jetzt einfach wieder zurück. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um den Akku zu wechseln und mal kurz nochmal drüber nachzudenken, was ich eigentlich noch so erzählen wollte. So, bei Nachdenkpause ist mir eingefallen, Red Tides sollte ich nochmal erwähnen, wenn die heftig ist, also wirklich das Meer rot, dann isst man natürlich wirklich nichts aus dem Meer. Ja? Wenn da toter Fisch am Ufer liegt und toter Seehund und toter Delfin und toter Pottwal, letzteres, ja, da hört es irgendwann auf, aber dann natürlich nichts davon, aber wenn man da nichts sehen kann davon, dass da eventuell Red Tide sein könnte und man keine Möglichkeit hat, das festzustellen, dann wird sie hoffentlich nicht allzu schlimm sein. So, dann jetzt nochmal Trimax Rumatra. Insgesamt, was ich ganz am Anfang festgestellt habe, dass die beiden keine Ahnung haben, warum die befreundet sind und eine schlechte Chemie miteinander haben und es fast schon zu Mobbing untereinander kommt, seitens Trimax auf den Rumatra rumgehacke, das ist vielleicht wirklich so, aber es geht schon in beide Richtungen, habe ich den Eindruck. Ja, die führen einfach eine, das heißt doch heutzutage toxische Beziehung. Ne? Wenn jemand in einer Beziehung, sprich einer Partnerschaft, steckt, die ungesund ist. Ja, ich glaube, die haben eine toxische Freundschaft oder sowas in der Richtung. Wirkt zumindest nach außen hin so. Wenn sie dann mal drüber geredet haben und das für die beiden okay ist, dann werden die schon wissen, was sie diesbezüglich aneinander haben oder auch nicht. Ja, aber nur damit wir das noch mal kurz angesprochen haben. Gut, die beschließen ja am Ende loszulatschen, weil sie keinen Bock mehr haben, Brackwasser zu saufen, also beziehungsweise Sumpfwasser oder wie auch immer sie genau das genannt haben, und da nichts mehr passieren würde über die nächsten 4 Tage und sie stattdessen lieber eine Wanderung machen wollen. Das prinzipiell kann ich nachvollziehen. Grundsätzlich ist das auch interessant, dass sie viel rumlaufen. Das mochte ich bei den beiden auch. Dass sie zum Beispiel da diese tollen Lavafelsformationen erkundet haben und dann von der Flut abgeschnitten worden sind, fand ich eigentlich ganz lustig. Leider war der Akku dann leer. Warum die nur so wenig GoPro-Akkus mitbekommen haben, weiß ich auch nicht. Also ich habe immer eine Tasche voll mit 6 Stück dabei. Aber vielleicht brauche ich die auch häufiger. Oder muss die häufiger wechseln. Und man weiß manchmal nicht so genau, wie lange ich eigentlich vorhabe, was zu erzählen, wenn ich losgehe. Möglicherweise könnte das eine Rolle spielen. Gut, wie dem auch sei. Oder ich habe sämtliche Akkus vergessen, das kommt auch vor. Aber normalerweise habe ich 6 Stück dabei. Gut, aber am Schluss beschließen sie ja nochmal zu langen Wanderungen aufzubrechen, was ich auch wieder gar nicht mag und was mich hinterher sehr geärgert hat, auch nach der Folge direkt, da habe ich nämlich auch schon nachgeguckt, man wusste ja, wo die sitzen und man weiß, wo Fritz und Martin sitzen. Und dass die zwei zu Fritz und Martin gelatscht sind, bedeutet, dass sie am Strand von der Siedlung, also diese paar Häuschen, die es da gibt beim Anleger, beim Hubschrauberstartplatz, und was da sonst noch alles an Infrastruktur ist, da müssen die vorbeigelatscht sein. Ja, und dann beschlossen haben, jetzt noch ein bisschen weiter zu latschen, aber es wird halt mit keinem Piep thematisiert, dass die quasi durch die Zivilisation durchgelatscht sind. Und das ist wieder so ein Immersion Breaker, ne, auf Englisch. Also die Immersion leidet doch sehr darunter, dass man gerne glauben möchte als Zuschauer. Ist für mich, dass ich Spaß habe beim Seven vs. Wild gucken. Entscheidend, dass ich halbwegs glauben kann, dass die Leute da wirklich zumindest mal im menschenleeren Gebiet hocken. Und bei den ersten Bildern und ersten Dingen, die man so gesehen hat, bis dann später noch mehr Zeug aufkam, hatte ich schon den Eindruck, dass die Inseln quasi unbewohnt sind, bis auf eben diese paar Hütten und den Bootanleger und so weiter und so fort, da aber niemand ständig lebt. Und wenn da jemand lebt, dann halt wirklich nur an diesem Punkt. Und der Teil der Inseln, wo die Teilnehmer jeweils unterwegs sind, also die Spots, die sogenannten, und wo sie dann hinten im Hintergrund rumlaufen, das ist auch Urwald. Ja? Das ist wirklich
Urwald, der ist vom Menschen unbeeinflusst, soweit man das irgendwie feststellen kann anhand der Bilder. Ich bin ja nicht da gewesen, aber und weil ich das am Anfang größtenteils gesehen habe und dann erst später recherchiert, habe ich mich mal dazu hinreißen lassen, zu sagen, die Inseln seien quasi unbewohnt. Sie sind auch quasi unbewohnt, ja. Die gehören wohl da den First Nations, aber die hocken ja auch nicht auf den Inseln. Diese Inseln sind, das muss man ja dazu sagen, grundsätzlich Territorien, die die Indigenen Amerikas, Nordamerikas bekommen haben, nachdem man ihnen alles Gute weggenommen hat, sind meistens scheiße. Ja, das ist bis heute so, dass diese Länder, die ihnen dann wirklich überlassen wurden, irgendwas sind, wo kein anderer hin wollte, die keiner haben wollte. Und darum auch diese Inseln, weil du kannst auf denen kein Holz machen, du kriegst es da nicht weg. Die sind ansonsten zu uneben, zu ungemütlich, um da irgendwie was anzubauen, kannst du völlig vergessen. Und auf gut Deutsch, die sind völlig nutzlos. Bodenschätze gibt es da auch nicht. Und da die also wirtschaftlich überhaupt keine Rolle spielen, das auch keinen Spaß macht, da zu wohnen, dürfen es dann auch gerne die Indigenen haben. Das ist so meine Vermutung, rein vom Politischen her, die dem Ganzen zugrunde gelegen haben könnte. Ist aber nur eine Vermutung. Ich habe jetzt nicht ewig viel darum recherchiert, was das eigentlich für ein Volk genau ist und wo die exakt herkommen und was die an Land behalten durften und so weiter. Weil allzu viel wird es sowieso nicht sein. Gut, egal. Jedenfalls, trotzdem bricht es doch sehr mit der Immersion, dass die da irgendwo in der Wildnis wären, wenn man weiß, dass die da quasi am Dorf vorbeigelatscht sind. Und der nächste Punkt war auch nochmal hier Blame the Orga, also macht die Organisation verantwortlich für die Tatsache, dass Affe und Hanna gefühlte 300 Meter neben vier Hütten, also gefühlt einer kleinen Minisiedlung sozusagen, die zwar völlig kaputt ist, aber dass die genau da daneben ausgesetzt worden sind. Ja, hat man das nicht gewusst? Weil ich kann mir nur erklären, dass das Scouting-Team das nicht gemerkt hat, weil sonst wäre das ein unendlich unfairer Vorteil für Affe und Hanna, was sie ja nicht genutzt haben. Also alles gut, da können die zwei nichts dafür. Und dass sie sich dann angeguckt haben, als sie es gefunden haben, super, kein Thema. Also gar keine Kritik an den beiden, aber von der Organisation her unter aller Kanone, dass die das nicht gewusst haben. Weil wenn sie es gewusst haben, wie gesagt, das wäre ein massiv unfairer Vorteil, weil du hast da ein Dach über dem Kopf. Es mag ein gammeliges und verrottetes Dach sein, aber es hat bestimmt noch Stellen gegeben in diesen Hütten, wo du dich bei einem Unwetter, das es ja potenziell hätte geben können, hättest unterstellen können und hättest da also das sicherste Shelter aller Zeiten sozusagen gehabt. Davon abgesehen gab es da jede Menge Zeug zu finden. Zeug zum Feuer machen, trockenes Holz, das ist das Einzige, was sie letzten Endes genutzt haben, das ist ja auch in Ordnung, aber sie hätten da was weiß ich was alles noch rausziehen können und gerade wenn sie das am Anfang an gewusst hätten und Feuer machen schwierig gewesen wäre und sie nicht Bushbox mit Grillanzünder und so weiter und so fort dabei gehabt hätten, da hätte es dann noch und nöcher Möglichkeiten gegeben, aus diesen Hütten verschiedenes Zeug mitzunehmen. Oder Werkzeuge, alte. Und wenn es nur eine rostige Messerklinge ist, hätte man auch sowas nicht selber genügend dabei gehabt oder noch ergänzend, hätte man da alles Mögliche noch rausholen können. Also wirklich ein völlig, völlig unfairer Vorteil gegenüber allen anderen Teams, die eben nicht solche Hütten quasi 200 Meter neben der Haustür. Und wenn es 500 Meter gewesen sind, weiß ich nicht. Aber trotzdem so nah dran, dass ich erwarten würde, für eine so letzten Endes dann doch auch hoch organisierte Veranstaltung. Ja? Gerade jetzt, wo es jetzt ein professionelles Filmteam-Gedöns mit von der Partie ist. Ne? Also die haben wir wohl alle im Making-of mal kurz gesehen. Was das genau für Leute sind, werden wir wohl nie erfahren. Aber ja, also ich war zuerst geneigt, es nicht schlimm zu finden, dass das Ganze an Amazon verkauft worden ist. Aber Max und Johannes, also die Organisatoren oder Mitgründer von der ganzen Veranstaltung, waren da ja auch wieder weiterhin im Spiel. Und entweder haben die diesmal nichts zu sagen gehabt oder hatten keine Lust oder haben sich keine Mühe gegeben oder keine Ahnung. Aber das ist scheiße.
Ja, und solche Sachen reißen mich wirklich aus der Immersion. Und das wäre so der Hauptpunkt, den ich dem Ganzen vorwerfen möchte. Auch dem, was dann gezeigt worden ist. Also auch die YouTube-Version ist ja von den Amazon-Leuten geschnitten worden. Es ist zwar schön, wenn alles rausgeschnitten wird, was die Immersion zerstört, aber es ist trotzdem passiert. Und wenn man das hinterher rausfindet, dann tut es umso mehr weh. Dann fände ich es besser, wenn man das kurz thematisiert, dass sich dann halt irgendein kleiner Moderator da mal kurz hinhockt und schnell mal die Situation erklärt. Und dann kann es weitergehen. Wäre mir in dem Fall wirklich immer noch lieber, oder halt eine Texteinblendung oder was auch immer, als so tun, als sei nichts gewesen und hinterher findest du es raus. Scheiße. Ja? Und dass die nicht glauben können, dass das schon niemand erfahren wird, also da müsste man schon sehr, sehr naiv sein. Ich meine, wir sind hier im Internet, das passiert eigentlich nie, ne? Dass das keiner rausfindet. So, schon gar nicht bei 14 Beteiligten, die alle Berufs in die Kamera Quatscher sind. Naja, okay, 13 Beteiligte, die Berufs. 12, wenn man Kelly auch noch mal außen vor lässt. Ja? Aber auch der hat genug Medienerfahrung. Wenn auch jetzt nicht vielleicht viel mit YouTube. Noch nicht. Gut. So. Was wollen wir noch sagen? Muss kurz überlegen. Schnitt. Ja, letzter Kritikpunkt, der mir noch einfällt, den ich noch angesprochen haben möchte. Abgesehen vom Chaos der Organisation finde ich es auch scheiße, dass offensichtlich keinerlei Regeln angesprochen worden sind, außer ihr dürft euren Erste-Hilfe-Koffer nicht aufmachen, sonst seid ihr disqualifiziert, was ich bescheuert finde. Also sie dürfen jede Menge Scheiße bauen, sie dürfen zum Briefkasten kommen und mit den Leuten, die da kommen, reden. Sie dürfen einen Anruf machen, weil sie wissen wollen, wie Red Tide funktioniert. Sie dürfen beliebig lange Strecken rumlaufen und beim Spot von einem anderen Team ankommen. Wenn das noch da gewesen wäre, was wäre denn dann? All sowas darf man offensichtlich, wird nicht als falsch angesehen, außer das Erste-Hilfe-Set aufmachen. Dann bist du disqualifiziert. Wie doof ist das denn? Ja, also das persönlich mag jetzt vielleicht ein bisschen unfair von mir sein, aber das finde ich richtig scheiße. Meine Güte, wenn du Verbandsmaterialien brauchst, dann nimm halt verdammt nochmal Verbandsmaterialien. Ja? Also niemand muss doch unnötig leiden. Das ändert doch nicht viel an der Survival-Leistung, ob du da jetzt eben außerhalb deiner Flasche noch einen Verband gebraucht hast. Ja? Okay, dass im Erste-Hilfe-Set keine Pflaster dabei sind und man das stattdessen in die Flasche tun soll. Das ist ja thematisiert worden, das finde ich auch richtig. Aber disqualifizieren würde ich niemanden, weil er mal das Verbandspaket aufgemacht hat, beziehungsweise den Erste-Hilfe-Kasten und so weiter und so fort. So, generell, es fehlt sehr das Bewusstsein, dass es da irgendwie Regeln gibt. Ja, beziehungsweise bei Teil 1 und 2 gab es ja eben die Regel zum Bewegungsradius, dass der ein bisschen eingeschränkt gewesen ist. Und es ist ja mitverantwortlich für das Ausscheiden von Fritz und Martin, dass die, zumindest teilweise, ist es mit dafür verantwortlich, davon ausgegangen sind, dass sie eben nicht beliebig weit dem Fluss nachlaufen können und sich ewig weit von ihrem Ausgangspunkt entfernen können. Ja? Und schönes Beispiel, was das auslösen kann, wenn das ein Team macht, haben wir ja gesehen bei Trimax und Rumatra, die dann Code Yellow schicken, aber am Platz von Fritz und Martin sitzen, woraufhin das Orga-Team natürlich zu ihrem eigentlichen Platz fährt, sie da nicht findet und dann, nachdem ewig lange keiner kommt, die mal auf die Idee kommen, ihre Koordinaten zu senden, wo sie eigentlich stecken. Und der Versuch, sie anzurufen mittels Satellitentelefon, hat auch nicht funktioniert. Also Rettungskette ist dann durch solche Aktionen schon am Arsch. Ja? Wäre es jetzt ein Code Red gewesen und die wären wirklich in Gefahr und die hätten den gleichen Mist gebaut, zu vergessen zu erwähnen, wo sie eigentlich sind, ja, dann hätte es passieren können, dass da wirklich was Schlimmes passiert. Ja? Und das macht dann schon fast zu echtem Survival, aber nur fast. Und zweitens, völlig sinnbefreit. Ja, also das nervt mich wirklich. Kann man natürlich auch, ach ja, finde ich nicht so schlimm, ist auch in Ordnung. Ja, wenn ihr das nicht so schlimm findet, völlig okay, nichts gegen einzuwenden. Es ist halt eine individuelle Befindlichkeit, wie sehr man sich von sowas gestört fühlt oder eben nicht. Ja,
Ja, also ich hätte es wirklich schön gefunden, wenn es klare Regeln zum Bewegungsradius gegeben hätte. Meinetwegen auch jeder 2 Kilometer. Und auch wieder die Tatsache, dass Fritz Martin scheinbar das einzige Team waren, die eine Vorgabe bekommen haben, wie weit sie denn laufen dürfen. Nämlich eben nicht da hinten um die Langzunge, weil sie dann ins Dorf laufen. Das ist halt auch scheiße. Und das ist wieder eine Diskriminierung eines Teams. Andersrum, wie Affe und Hanna halt eben einen Vorteil. Ein Team einen Vorteil hatte, dadurch neben den Hütten gespawnt zu sein. Wie es Nova in Staffel 2 so schön ausgedrückt hat. Ja, so. Jetzt warte mal kurz, bis sie wieder leise ist. So, dann weiter beim negativen Zeug. Diesmal mehr so survival-technischer Art, damit wir noch mal ein bisschen mehr ins fachliche Palaver reinkommen. Wirklich gravierende Fehler, mal abseits von undichten Shelter-Dächern, haben die meisten eigentlich nicht gemacht. Was es kurz zu sagen gab, war der Versuch von Sascha und Knossi, die ersten Beeren zu fressen, sich da nicht so sicher zu sein, ob es die giftigen sind, dann angeblich Bauchweh deswegen bekommen zu haben. Das kann auch am Wasser gelegen haben. Meine Theorie ist immer noch, das ist psychosomatisch, dass man einfach Beeren futtert, denkt, die waren giftig und schwuppdiwupp suggeriert einem der Körper, dass man jetzt eben Bauchweh bekommt und man bildet sich ein, dass man Bauchweh bekommt. Sowas passiert meiner Erfahrung nach erheblich häufig. Zumindest auf den Touren, die ich schon gemacht habe, auch mit jüngeren Leuten, wo ich dann so als Teamleiter oder Co-Teamleiter dabei war, da hatte ich eigentlich auf jeder Tour, gut, es waren 3, aber immerhin, hatte ich mindestens einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin, die psychosomatisch Probleme bekommen hat und von ihren Eltern da mehr oder weniger mitgeschickt worden ist und dann irgendwie plötzlich war ihr schwindelig oder ihm und dann war ihm schlecht oder ihr und so weiter, ohne dass es dafür irgendeinen sichtbaren äußeren Grund gegeben hätte. Kreislaufbeschwerden und sonst was. Eigentlich gesunde junge Leute, aber irgendwie mit der Situation nicht klargekommen, irgendwie mit dem Weg von Modi und was auch immer, Schwierigkeiten. Und ja, also zumindest in Staffel 2 haben wir ja gesehen, dass das auch bei Seven vs. Wild passieren kann. Obwohl wir natürlich als Gruppe unterwegs waren, man kann aber auch in einer Gruppe alleine bzw. sich isoliert fühlen. Das geht bekanntermaßen schon, spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Wie dem auch sei, das wäre so der eine Punkt. Dann hatten wir ein paar witzige Situationen mit Knossi, komm schnell, da ist ein See, schnell, komm her. Weil der See in 3 Minuten nicht mehr da ist. Der See ist sofort weg. Also deswegen muss man jetzt ganz schnell angerannt kommen, weil da jetzt ein See ist. Es sind halt einfach so ein paar kleine bisschen blöde Entscheidungen. Jetzt muss man bei Knossi und Sascha mal abgesehen von dieser Anrufnummer. Als ich das noch nicht wusste, war ich von denen eigentlich nach und nach dann immer begeisterter. Aber jetzt mit dieser Anrufnummer hätten sie eigentlich an dem Punkt draußen sein. Oder ich hätte es gut gefunden, okay, disqualifiziert, aber ihr dürft weitermachen. Andererseits hat sich der Knossi ja furchtbar aufgeregt und scheinbar will man sich nicht mit großen Influencern anlegen seitens Amazon. Vielleicht hat das mit eine Rolle gespielt, weil so ein Knossi rein von der Reichweite und wenn der sich dann furchtbar aufregt und da furchtbar gegen die Orga stänkert, ich glaube, da hatten die einfach keinen Bock drauf, was ich verstehen kann. Was ich vielleicht auch so gemacht hätte, wäre ich die Orga gewesen, was ich dankenswerterweise nicht bin. Schwierig, ja, schwierig. Wie auch immer, vom Survival-Technischen jetzt einfach mal die Teams durchgegangen. Schlappen Kelly, also bei Schlappen hatten wir schon, also bei Jan hatten wir schon gesagt, seine blöde Salto-Nummer da ist potenziell gefährlich, ist ein Risiko, was unnötig ist einzugehen. Wenn das allerdings für die Psyche super hilfreich ist, dann kann man das vielleicht machen, insbesondere wenn man genau weiß, was man da tut. So, dann muss man bei den beiden sagen, Team-Management war Schrott. Von beiden Seiten, ne? Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der Jan super toll gewesen wäre, weil ich letztes Mal eher Kelly-kritisch war, aber so ein kleines bisschen ist halt die Erwartungshaltung an einen 50-Jährigen, der ein bisschen was gesehen haben sollte im Leben, dass der vielleicht ein bisschen besserer Teamplayer ist und da einfach was gelernt hat im Laufe seiner Lebenserfahrung. Vielleicht so ein Thema. Andererseits kann man berechtigterweise auch dem Jan vorwerfen, dass er nicht gerade viel fürs Team getan hat, obwohl er Teammensch ist mit seinen komischen Schlappenkameraden, da ja ständig im Team unterwegs ist. Boah, da, ich habe nur ganz wenig, ganz sporadisch mal in das Zeug vom Jan reingeguckt. Vom Sportlichen her alles super, ja, habe ich großen Respekt vor, super, wirklich toll. Die
Sprache schreckt mich mal wieder ein wenig ab. Das ist sicherlich auch umgekehrt der Fall. Und ja, aber da ist also vom Teambuilding her einiges suboptimal gelaufen. Es ist ja so, natürlich sind die als einziges, ist auch wieder unfair, klar, wild zusammengewürfelt worden. Selbst Hanna und Ann-Kathrin hatten ja die Möglichkeit, sich im Vorfeld kennenzulernen, haben sie auch ausführlich getan und hatten sich ja die ganze Zeit lieb und haben das die gemeinsame Zeit richtig genossen und so weiter und so fort. Das ist auch wirklich schön und einer der definitiv positiven Punkte, die ich von der Staffel mitnehmen möchte. Und das hatten die zwei halt gar nicht. Ja? Und dementsprechend schwierig ist die Situation. Das will ich ja gar nicht wegdiskutieren, aber es war schon kein besonders tolles Teambuilding. Ne? Nicht, dass ich in meinem Leben nicht auch schon schlechtes Teambuilding gehabt hätte und auch mal teilweise selber dran schuld war und solche Sachen. Aber das Nette ist ja, dass man nicht zwingend etwas perfekt beherrschen muss, um es bei anderen zu kritisieren. Wäre manchmal schön, aber muss nicht zwingend so sein. Ne? Recht haben kann man auch, obwohl man es selber besser gar nicht selbst hätte besser machen können. Aber egal. Jedenfalls, sonst ist es ein Ad-Hominem-Argument. Ne? Erinnert euch, da hatten wir mal irgendwann drüber geredet. Ja, das ist so der eine Punkt. Dann der nächste Punkt ist eben, dass dieses Shelter weggespült werden kann jederzeit, wenn da mal ein höheres Wässerchen ankommt. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil man halt einfach nicht weiß, ob das passiert, wenn das passiert und so weiter. Dann einfach am Strand pennen ohne irgendeine Unterlage die ersten Tage. Das habe ich auch nicht genau verstanden, warum das jetzt unbedingt notwendig ist. Die Aufteilung der Prioritäten habe ich nicht verstanden. Ich finde es blöd, dass man prinzipiell mit der Idee, das 14 Tage durchzuführen, Fasten an die Sache herangeht. Was will man dann die 14 Tage machen? Sich dann eine Villa bauen, die dann nicht wasserdicht wäre, falls es mal regnet. Und ja, habe ich nicht kapiert. Und nochmal eben der Kritikpunkt zum Jan. Wenn man so einen Charakter hat wie der, da muss man schon sehr schlecht sein in Selbstreflexion, um nicht zu begreifen, dass 14 Tage rumsitzen und wenig zu tun haben für ihn einfach nichts ist. Und ja, wenn man jetzt böse sein will, kann man jetzt unterstellen, dass er einfach ein Aufmerksamkeitssprungbrett gesucht hat durch Seven vs. Wild, was ja auch funktioniert, keine Frage, oder funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie viele Aufrufe der vorher hatte oder wie viele Abonnenten, jedenfalls hat er jetzt bestimmt mehr. Er hat auch einen kleinen Shitstorm an der Backe, aber ja, sowohl als auch. Ne? Er wird dann wieder von anderen sehr in Schutz genommen und wird wahrscheinlich ein paar treue Fans mehr gewonnen haben. Ich sehe hier weder den einen verantwortlich noch den anderen. Aber in Anbetracht dessen, dass Kelly von sich selber behauptet, Erfahrung mit dem ganzen Survival-Krempel und das alles zu können, behauptet, hat er da quasi nichts von gezeigt. Außer den guten alten Grabstock nach Neberg, beziehungsweise die gute alte Pickaxe nach Neberg. Und das war es dann aber im Wesentlichen auch. Ja? Er hat nicht in irgendeiner Form dazu beigetragen, Wasser zu finden. Er hat Jan auch nicht den Tipp gegeben, dass man sich da hinten waschen kann. Das haben auch viele bei mir in die Kommentare geschrieben, dass er das dort im Jan hätte mitgeben können, diese Info, dass das geht. Sie haben auch quasi nie was Gemeinsames gemacht. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, rein empathiemäßig, das kann täuschen, ne? Dass die zwei sich auch nicht wirklich mögen. Sie sagen immer Gegenteiliges in der Kamera, weil du kannst es auch schlecht behaupten, dass du deinen Teampartner blöde findest. Aber so richtig, richtig, richtig warm sind die, glaube ich, nicht miteinander geworden. Auch nicht in den Momenten, wo sie es behaupten. Und dass das jetzt der Versuch einer gewissen maskulinen Kameradschaft aufzubauen, so mit ganz vielen Handschlägen und ganz viel, wir rocken das und so weiter und so fort. Ja, und dann ist durchaus, das muss man auch wieder zugunsten von Kelly nochmal sagen, eben ein deutliches Gefälle zwischen Arbeit von Kelly und Arbeit von Jan. Wer verbringt da wie viel Zeit damit, irgendwas zu tun? Das ist schon deutlich, dieses Gefälle. Zumindest geht es aus den Aufnahmen so ungefähr. Zumindest kann man den Eindruck bekommen, anhand der gezeigten Aufnahmen, dass das so wäre. So, eben Platte und Reese, habe ich schon gesagt. Ich habe die irgendwann geskippt, weil ich mit denen einfach nichts anfangen konnte. Und gefühlt haben sie auch nichts gemacht. Das heißt, ich habe zu denen auch einfach nichts zu sagen. Es ist in Ordnung und nochmal Lob und Anerkennung für 14 Tage rumhocken, einfach die mentale Stärke zu besitzen, 14 Tage nichts zu tun, wenn man es dann als Stärke bezeichnen möchte. Und dem kann man schon ein gewisses Lob und Anerkennung definitiv ausstellen. Absolut. Ne? Sie haben auch
hoffe ich, jedenfalls nicht sichtbar gegen die Regeln, nicht verstoßen. Und ja, aber es war halt stinklangweilig. Und dazu noch deren Sprüche und deren edlen Talk. Und nein, also das ist einfach nicht meins. Das ist ja in Ordnung, das macht die nicht zu schlechten Menschen und das macht mich vielleicht zum ignoranten alten Sack. Mag alles sein. Aber muss ich mir nicht angucken, kann mich keiner zwingen. Und das ist ja eben genau das, was ich mir und viele andere von uns Creatern uns gerne wünschen würden. Wenn euch unser Zeug nicht gefällt, dann guckt es euch einfach nicht an. Und von dieser Regel mache ich einfach in Form von Ries und Platte Gebrauch und guck mir das nicht an. So, Ende. Ja, Trimax und Rumatra, aber abgesehen von dieser langen Wanderung am Ende, die man durchaus kritisch beäugen kann, sehr, sehr positiv überrascht. Shelter war völlig in Ordnung. Man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr Isolation reinlegen können, aber es hat ihnen scheinbar gereicht. Wurde nach und nach ja dann auch noch ein bisschen dran weitergebaut, auch als Beschäftigungsmaßnahme. Toll war, das hatte ich ja schon erwähnt, das Heizen mit heißen Steinen und Wasser heiß machen und so weiter und so fort. Wirkliche Fehler aus Survival-Sicht kann ich da nicht feststellen, dass man beim Kriechen durch das Unterholz Schwierigkeiten bekommt und das schlimm findet. Das darf man auch gerne so kommentieren. Es ist in Ordnung. Inwiefern da das Teambuilding zwischen den beiden funktioniert hat, bin ich mir nicht ganz sicher, aber irgendwie scheinen die ja jeweils gegenseitig damit klarzukommen, ziemlich eklig zueinander zu sein. Wenn da beide mit einverstanden sind, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ja, keine Ahnung. Ja. Jedenfalls gibt es da nichts, wo ich jetzt wirklich gravierend was dran auszusetzen hätte. So, dann bei Knossi und Sascha, die haben ja sogar dann am Ende noch Fisch gefangen, dann kam Kaliumpermanganat zum Einsatz, da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Dann, was gab es denn noch Schönes? Sogar relativ viele Fische gefangen. Ja, Wolf war zu Besuch, der Wolf war vermutlich mehrfach zu Besuch. Teilweise hat man ihn halt nicht gesehen auf dem Bildmaterial, aber dass er zweifelsfrei mal mindestens einmal zu Besuch war, ist ja wohl mehr als eindeutig. Und am Ende musste man dann doch nicht allzu sehr Angst vorm Bären haben. Das wussten sie dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger, dass es kommuniziert worden ist, weil die Kandidaten, auch gerade Bärenphobiker, hatten dann doch erstaunlich wenig Angst vorm Bär. Und es wurde sehr wenig thematisiert, dass jetzt auf der Insel hier irgendwo der Bär aus dem Unterholz kommen kann. Also sie wussten wahrscheinlich, dass es da voraussichtlich sehr unwahrscheinlich ist, dass da irgendwo ein Bär auftaucht. Ja, wie auch immer, also wirklich gravierende Fehler kann ich nicht behaupten. So, dann bei Ann-Kathrin und Hanna. Naja. Also Flechten fressen. Ja, Ann-Kathrin hat ja diverses Indigenenwissen scheinbar bei den Indigenen aufgeschnappt. Jetzt möchte ich nochmal erwähnen, ja, grundsätzlich kommen indigene Völker bei mir hier auf dem Kanal immer sehr, sehr gut weg. Ja, und vielleicht vergötter ich die manchmal auch schon ein bisschen zu sehr. Ne? Also ich möchte mich wirklich in keinster Weise so darstellen lassen, dass ich in irgendeiner Form was Negatives zu indigenen Völkern sagen würde. Die sind die Survival-Experten, die sind in vielen Fällen sehr nah dran an der Nachhaltigkeit, zumindest viel näher dran, als wir es sind. Und häufig haben die eine Lebensweise, die eben über Jahrhunderte wunderbar funktioniert hat, ohne ihre Lebensgrundlagen kaputt zu machen. Das ist alles ganz großartig und da muss man großen, großen Respekt vor haben. Aber das sind auch Menschen. Ja? Und nicht jeder Indigene, schon gar nicht jemand, dem man heute begegnen kann, muss zwingend sämtliches Wissen seiner Vorfahren unbedingt gerade super präsent haben. Und ich weiß ja nicht, mit welchen Indigenen sich Ann-Kathrin so unterhalten hat, aber wenn er sie jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, der Medizinmann, wenn es das überhaupt gibt in dieser Form und das nicht nur deutsche Überlieferung ist, dass es diese so geben soll, ein Schamane oder was auch immer gewesen ist, sondern eben einfach nur der Sohn von Stammmitglied 834, der in eine normale Schule gegangen ist und nur so 2-3 Wochen mal für ein paar Stammestänze, also
Stammestänze mit Anführungszeichen, das darf man jetzt auch wieder nicht sagen, glaube ich, vorbeikommt und dann halt ein paar Kleinigkeiten aufgeschnappt hat. Ja? Und angenommen, sie hätte sich jetzt mit so einem unterhalten, das weiß ich ja nicht. Aber dann könnte es sein, dass der zum Beispiel auch nicht das gesammelte Wissen seiner Vorfahren da auftischen kann, sondern halt nur so ein paar kleine Sächelchen, die der so mitbekommen hat. Außerdem muss man dazu sagen, die, die da heute noch leben, die wohnen auch im Haus. Ja? Es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du die beklagenswerterweise weitgehend dahingerafften nordamerikanischen Ureinwohner, die heutzutage mit meistens weniger Geld als so ein Durchschnittsamerikaner, manchmal auch mit mehr, siehe hier, na, der neue Film von Martin Scorsese, wie heißt er denn? Ja, fällt mir gerade nicht ein. Ich schreibe es euch unten hin. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Geschichte, wobei ich da auch mehr Hintergrund hätte gebrauchen können. Aber sehr spannender Film. Sehr, sehr toll. Egal. Jedenfalls, ja, nur weil das ihr irgendeiner von denen erzählt hat, muss es nicht zwingend stimmen. Ja? Und dazu gehört halt, also ich meine, es kann sehr gut stimmen und ich habe großen Respekt vor diesen Leuten. Aber es ist halt das gleiche Argument, wie wenn du in Deutschland in den Wald rennst und sagst, der Dingens hat mir mal erzählt, das und das und das und der Dingens ist Förster zum Beispiel oder Jäger oder was auch immer und jetzt muss das automatisch stimmen. Ich habe auch in der Anfangszeit meines Kanals hin und wieder mal Zeug erzählt, was mir ein Jäger erzählt hatte, teilweise auch was mir der Förster erzählt hatte. Bei allem Respekt vor meinen Kollegen, großem Respekt, auch da kann sich mal eine Fehlinformation einschleichen. Das ist zum Beispiel passiert, ne? Dass mir da manchmal so ein paar falsche Sachen erzählt wurden und ich bin halt davon ausgegangen, ja, das hat mir jetzt der Experte erzählt, dann muss das jetzt auch stimmen und ich gebe das so weiter. Und hat sich herausgestellt, gute Argumente in den Kommentaren, deswegen ist das ja auch immer so wichtig, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wenn ich Quatsch erzähle, dass das halt eben nicht gestimmt hat, ne? Also im Laufe der Jahre sind schon so ein paar kleine Fehlerchen zusammengekommen, die ich hier und da mal erzählt habe. Ich versuche das dann immer zu berechtigen, so wie heute am Anfang vom Video. Manchmal schreibe ich es auch nochmal als angepinkten Kommentar hin. Teilweise steht es nur als Antwort in den Kommentaren. Hin und wieder mache ich ein ganzes Berechtigungsvideo. Je nachdem, wie gravierend der Fehler ist. Aber ich lasse nach Möglichkeit keinen Fehler, der mir bekannt wird, unkommentiert. Ja, damit hier. Also ihr solltet schon, wenn ihr wirklich sicher sein wollt, dass die Dinge, die ich euch erzähle, 100% richtig sind, dann guckt gefälligst in die Kommentare. Wenn euch ein 95% richtig reicht, dann braucht ihr nicht unbedingt in die Kommentare zu gucken. Gut, aber wie dem auch sei, wir machen alle Fehler, darauf möchte ich hinaus. Und der Punkt mit dem Flechtenessen, was man angeblich kann, was sie zweimal erwähnt hat, glaube ich, oder sogar dreimal, die liebe Ann-Kathrin. Es gibt die Rentierflechte, die dafür bekannt ist, in Notsituationen gegessen worden zu sein. Soweit ich das beurteilen kann, kann man die essen. Sie gibt dem Körper aber nichts, weil wir das Material der Flechte kaum verdauen können. Im Wesentlichen bestehen die ja überwiegend aus Pilz. Das ist ja eine Symbiose aus Pilz und Alge. Pilz ist Chitin und Chitin kann man nicht so richtig verdauen. Dafür bräuchte man dann wieder spezielle Enzyme, die man nicht hat als Mensch. Und damit zieht man da so gut wie keine Nährstoffe raus. Vielleicht ein ganz kleines bisschen Mineralien, vielleicht ein Hauch von Kalorien. Nicht Kilokalorien, sondern nur Kalorien. Also eine tausendstel Kilokalorie. Irgendwas in dem Bereich möglicherweise, aber jedenfalls niemals den Aufwand wert, auch nur den kleinen Finger zu bewegen, um Flechte zu essen, ist ein Nullsummenspiel. Da gewinnt man jedenfalls nichts dabei. Ja, und dementsprechend, das lohnt sich nicht. Das wurde gemacht und wird auch wahrscheinlich weiter gemacht werden, damit man irgendwas im Magen hat und als Beschäftigungstherapie und zum Beispiel auch, wenn du quengelnde Kinder hast, Mama, Mama, ich habe Hunger, ja, aber es gibt nichts zu essen. Ja, was machst du dann? Dann gibst du den Kindern halt irgendwas, wo sie drauf rumkauen können, irgendwas, was sie in den Magen kriegen, einfach damit sie beschäftigt sind und mal kurz vergessen, dass sie eigentlich Hunger haben oder so. Das hat auch psychologische Gründe, weshalb teilweise in der Menschheitsgeschichte eben Dinge gegessen wurden, die sich vom Nährwert her nicht wirklich dafür eignen.
Und ja, so ist das eben auch mit Flechten. Hingegen kann es einem passieren, dass man giftige Flechten erwischt, zum Beispiel die Wolfsflechte, die gibt es in Schweden. Die hängt da hin und wieder mal gelegentlich am Baum. Deswegen heißt sie auch Wolfsflechte, weil Wolf ist ja was negativ dotiertes, zumindest früher. Und die ist tatsächlich giftig oder soll zumindest giftig sein. Ich habe sie nie probiert. Und ja, ne? Also nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja, und das ist so ein Punkt, den man so ein kleines bisschen kritisch betrachten darf. Dann ihr Versuchen, Bogen zu bauen, ist völlig Banane. Ja, also das ist ein Grund, nicht mal Grundschülerbogen. Also zumindest, okay, vielleicht gibt es Grundschüler, die sowas als Bogen bauen würden, aber ne, das ist natürlich wirklich, ne, völlig kaputt, völlig kaputt. Ich fand in der Meineke Reaction da drauf ganz lustig, wie er dann versucht zu kapieren, wie sie das genau vorhat und ob ihm irgendwas nicht auffällt. Und er wollte wirklich, der wird irgendwie netter in letzter Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich den Eindruck, der Fritz wird umgänglicher. Weil er hat einfach keinen Bock mehr auf ständig Shitstorm. Ich weiß es nicht. Finde ich im Übrigen gut, aber ist ja egal. Ja? Braucht ja auch kein Mensch Wert drauf zu legen, was ich davon halte. Egal, jedenfalls hat er wirklich noch versucht, irgendwie einen Sinn darin zu erkennen, was die Ann-Kathrin da angeblich für einen Bogen bauen möchte. Und das Ende vom Lied war, dass er auch keinen erkannt hat. Nein, das ist niemals funktioniert das. Niemals. Also es gibt niemals einen funktionierenden Bogen. Ja, es ist eine Kleinigkeit, es ist trotzdem Beschäftigungstherapie und warum nicht? Nicht jeder kann rumhocken und einfach nichts tun. Was ich übrigens sehr gelernt habe an der Stelle, bei insbesondere Ann-Kathrin und Hanna, die halt einfach rein von der Biomasse her kleiner sind, beziehungsweise weniger voluminös als zum Beispiel Knossi oder gar ein Reese, mit wie wenig, ich meine, im Grunde sind die gleiche Zeit da draußen gehangen, haben aber vergleichsweise erheblich weniger Kilo Biomasse abgebaut, weil man darf halt nicht vergessen, die haben auch einen viel geringeren Grundumsatz. Ne? Also einfach zum Dasein und Atmen brauchen die deutlich weniger Energie in Form von Kilokalorien, wenn man das darauf runterbrechen möchte, eigentlich auf Kilojoule, wenn wir wissenschaftlich sein wollen, aber egal, als zum Beispiel Reese. Ne? Der braucht einfach erheblich mehr Energie, einfach um seine ganze Biomasse, die er mit sich herumträgt, also Reserveenergie sozusagen, zu transportieren. Und das resultiert darin, dass, wie wir am Ende erfahren, er, glaube ich, irgendwie 14, 15 Kilo abgenommen hat oder sowas. Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, aber viel. Und Affe und Hanna jeweils sowas um die 5, sowas um den Dreh oder 4, weiß ich nicht. Und ja, damit ist dann auch zu erklären, dass insbesondere Ann-Kathrin, die ja schon schlank ist, das ist ja nichts Schlechtes oder sonst irgendwie, ist es jetzt einfach eine rein biologische Feststellung, muss man wieder vorsichtig sein, kaum ein Unterschied zu bemerken ist, obwohl die 14 Tage nichts gegessen hat. Weil sie halt grundsätzlich sowieso schon vom Stoffwechsel her einfach vermutlich wenig Energie verbraucht, was sehr praktisch ist. Und grundsätzlich eine tolle Fähigkeit, beziehungsweise wo man seinem Körper sehr dankbar für sein kann, dass man in solchen Situationen, wie jetzt eben diesen 14 Tagen in der Pampa auf Insel, tatsächlich mit wenig Nahrung trotzdem noch vergleichsweise gut das Ganze überstehen kann. Und es ist natürlich erheblich einfacher durch gefundene Nahrung, weil Ann-Kathrin ist ja nicht per se schlechter im Aufsammeln von Muscheln, als das zum Beispiel der Reese ist. Ja, an der Stelle hatte ich dann ein wenig den Faden verloren und ich dachte, ich synchronisiere das jetzt mal nochmal nach. Also die Szene, wo ich da rumlaufe, habt ihr schon gesehen, das ist jetzt nichts Neues. Egal. Jedenfalls, worum es mir geht, ist, dass ich tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte und da hat mir jetzt die aktuelle Staffel von Seven vs. Wild dann doch sehr geholfen, um das mal wieder ein bisschen mehr begrifflich zu machen. Es muss wirklich nicht zwingend beim Überleben ein Vorteil sein, 2 Meter groß
groß und 100 Kilo schwer zu sein. Es kann auch durchaus sein, dass man besser dran ist, wenn man eher zierlich gebaut ist, weil man dann einfach weniger Nahrung benötigt, ne? Weil der Grundumsatz einfach ein ganz anderer ist von insbesondere zum Beispiel Ann-Kathrin und Hanna im Vergleich zu zum Beispiel so einem Trimax oder so einem Reese. Und da ist ja, es gibt schon Situationen, dass es von Vorteil, wenn du 2 Meter groß bist und entsprechend kräftig, aber zum Sammeln von Krebsen oder zum Sammeln von Napfschnecken ist das jedenfalls kein besonderer Vorteil. Ne? Da brauchst du erheblich mehr Energie, wenn du dich bewegst, einfach dadurch, dass du mehr Biomasse mit dir herumschleppst, als das bei eben einer zierlicheren Person der Fall wäre. Und du musst erheblich mehr Muscheln aufsammeln, beziehungsweise Napfschnecken, ne? Um dann eben diese Energie dir wieder zuzuführen. Das ist also nicht zwingend unbedingt von Vorteil. Und die große Kunst des Survivals besteht jetzt eben darin, dass man halt nur mal mit dem, was einem mitgegeben wurde, aber dazu sage ich nachher noch mal ein paar Takte, eben klarkommt. Und man kann das eh nicht ändern. Man muss halt mit den Bedingungen zurechtkommen, die man vor Ort eben nun mal hat und die auch den eigenen Körper quasi ausmachen, beziehungsweise die einem dann durch die eigene Physiologie zur Verfügung stehen. Und ja, einfach um diesen Gedanken noch mal zu ändern, zu denken, weil der ist mir beim Rumlatschen hier vor Ort ein bisschen entgangen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Dick, großer, kräftiger Mann zu sein, hat nicht zwingend Vorteile in Überlebensszenarien. Wirklich nicht. Also schon auch, aber hat halt auch Nachteile. Also gleicht sich alles wieder aus. Also mal abgesehen davon, dass der Reese viel länger nichts essen kann, ohne zu verhungern. Ja? Dass insgesamt, auch wenn er mehr Kalorien verbraucht pro Zeit, hätte der ja noch erheblich länger darum hängen können, ohne wirklich verhungert zu sein. Also so rein vom Kalorienmenge, die er als Reserve mit sich herumträgt. Ja? Während Ann-Kathrin vermutlich bei 2, 3 weiteren Kilos an Verlust dann durchaus in Gefahr gewesen wäre. Ja? Das geht gar nicht anders. Also wenn du so und so viel Prozent deiner natürlichen Biomasse verlierst, dann kommst du schnell in dem Moment, wo es dann gefährlich wird, weil dann auch eben Muskeln verdaut werden bzw. verbraucht werden, inklusive einem wichtigen Muskel, der sich Herz nennt, und dann wird schnell gefährlich. Ja, also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, bis das dann bei jemandem, der mit viel zu vielen Kilos an die Sache rangeht, passiert. Also zu viele im Sinne von, als man bräuchte unbedingt. Ne? Ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich will da wirklich niemanden verurteilen, gar nicht. Bin selber zu dick. Zu dick im Optimum, was man bräuchte, Bereich gesehen. Ne? Und von daher, ja, aber ja, fand ich sehr, sehr interessant, dass es dann doch eben solche gravierenden Unterschiede diesbezüglich gab. Einige haben auch in die Kommentare geschrieben, dass die Ann-Kathrin und Affe deutlich mehr gegessen hätten, als zu sehen war. Das ist übrigens meine Schlechtwetterhütte, wenn ich mal wieder aus der Schlechtwetterhütte was erzähle. Aber ja, das hat man halt nicht gesehen und vermutlich ist das dann auch noch mit Schuld daran, dass sie dann doch nur eben diese paar Kilo in Anführungszeichen da verloren haben. Also ich großen Respekt vor den beiden. Ich habe Yoda-Grammatik gelernt, ich auch habe. So, und ja. So, was war denn noch? Ja, die Sache mit dem Baum, das hatten wir ja schon angesprochen, dass man die Rinde eben nicht baumschonend abziehen kann. Es sei denn, es gibt da eben wirklich irgendeine Technik, dass man nur die äußere Rinde ab. Dann Fritz und Madin, die haben wir schon ausführlich besprochen. Im Großen und Ganzen haben die alles richtig gemacht, bis ihnen dann das Wasser ausging. Ich fand das Shelter sehr gut. Ich fand hervorragend die Entscheidung, wirklich einfach ein Stück Land zu roden, um dann da eben das Shelter hinzubauen. Dafür war es dann auch ein ebener Ort, das Shelter sah gut aus, wenn man dann auch das Dach richtig drüber gespannt hat, was sie dann halt in der einen Nacht nicht gemacht haben, das kann passieren, das bezahlt man halt damit, dass man dann nochmal aufspringen muss und das dann macht, insbesondere wenn man eben Wetterbericht hat, aber darüber hatten wir geredet, bin ich eigentlich mit allem glücklich und zufrieden und nochmal, das mit dem Wasser hätte mir auch möglicherweise passieren können, insbesondere, also ich bin in dem Szenario eher der Fritz,
Ich hätte es wahrscheinlich getrunken. Wenn du aber einen Teampartner dabei hast, von dem du davon ausgehst, dass er qualifiziert ist, und der dir dann eben sagt, das schmeckt salzig und davon wirst du krank und du selber hast keine Ahnung und du bist da als Team. Von daher ist dieser Teamgeist, dass du gefälligst auf deinen Kameraden hörst, wenn der überzeugt ist, auch wenn du selbst vielleicht anderer Meinung bist, aber es nicht mit Sicherheit sagen kannst. Ich kann das alles super nachvollziehen. Auch Fritz war sehr gespannt, Fritz Erklärungen zum Ausscheiden dann auch zu hören, die ich mir inzwischen angeguckt habe. Und das ändert gar nichts daran. Im Gegenteil, ich kann es umso mehr nachvollziehen, dass das dann so gekommen ist, wie es dann letzten Endes gekommen ist. Und bin da wirklich zufrieden mit. Beziehungsweise, ich hätte sie gerne noch weiter dabei gehabt, aber ich so in diesem ganzen, unter den genannten Umständen und so weiter und so fort, bin ich nach wie vor durchaus zufrieden damit und wäre an dem Punkt auch in Bedrängnis geraten. Wir können da alle was von lernen. Insofern ist es gut für die Welt, auch gut für mich. Ich habe mir jetzt auch viele Gedanken gemacht, was Trinkwasser bzw. Salzwasser-Survival angeht. Dazu gibt es dann auch nochmal einen extra Beitrag. Habe da viel drüber gelernt. Hätte ich nicht, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mich damit zu beschäftigen, wenn das den zwei nicht passiert wäre. Also das ist auf jeden Fall das Gute, was wir daraus lernen können, dass man sich eben mit der Thematik auseinandersetzt. Und ich finde wirklich ganz toll jetzt auch im Nachgang, wie viel Mühe, das ist auch ganz unterhaltsam, sich der Fritz macht, um halt doch noch irgendwie zu verstehen, wie das mit dem Salzwasser eigentlich ist. Und mühsamst die etwas anspruchsvolleren Beiträge von Joe Vogel für sich selbst übersetzt, um ja eben zu verstehen, was der Joe Vogel ihm da sagen möchte. An der Stelle kurz der Hinweis, ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit, mit Begriffen wie Osmolarität und Ähnlichem umzugehen. Aber ja, ich finde es ist schon sehr unterhaltsam. Ja? Und ich finde schön, dass die beiden sich inzwischen nicht mehr allzu sehr in die Haare kriegen. Das war zwar auch irgendwo unterhaltsam, wenn man ganz ehrlich ist, aber ja, Friede ist mir ehrlich gesagt persönlich noch mal ein bisschen lieber. Und es ist schon lustig. Gut, wie dem auch sei. Ja, da habe ich eigentlich wirklich nicht mehr allzu viel hinzuzufügen. Also das, was man von Fritz und Martin gesehen hat, damit bin ich einverstanden, beziehungsweise kann es nachvollziehen. Und mit mehr Wissen kann man es besser machen. Nächstes Mal hat man das dann. Dafür sind Fehler da und dafür ist Scheitern da. Und was ich mit großer persönlicher Freude zur Kenntnis nehme, ist, dass weder Fritz noch Martin ein Hehl draus machen, dass sie gescheitert sind. Ja? Natürlich sind sie gescheitert, das darf man auch so sagen und die zwei tun das auch. Und das finde ich sehr, sehr erfreulich, nicht wie bei anderen Formaten, ja? Um das Thema gleich wieder fallen zu lassen, bevor es wieder nervt. Gut, wen haben wir jetzt vergessen? Ja, Knossi. Entschuldigung. Ja, manchmal ist wirklich das Gehirn, selbstverständlich die Naturensöhne, bitte nicht böse sein, ist wirklich keine böse Absicht, ist einfach mein Hirn. Ja, und ich habe euch ja nicht wirklich vergessen, ich musste nur kurz überlegen. ja, bin ich auch mit allem sehr, 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 sehr einverstanden. Was viel diskutiert wurde bei mir in den Kommentaren, inwiefern hätten die beiden wissen können, ob ihr Fischteich, der kein Fischteich ist, voll oder eben leer mit Fisch ist. Grundsätzlich für viel Fisch ist, soweit ich das recherchieren konnte, ich bin aber überhaupt kein Fischexperte, möchte ich nochmal betonen an dieser Stelle. Dieser Aspekt des Survivals, da bin ich völlig außen vor, das ist auch falsch. Man müsste, wenn man Survival wirklich intensiv trainiert, unbedingt auch lernen, wie man Fische fängt und am besten wirklich alles über Fische fangen lernen, weil das eine sehr, sehr zuverlässige Nahrungsquelle ist, verglichen mit anderem. Aber trotzdem, ja, das ist einfach so ein Punkt, wo ich noch, das kann sich ja noch ändern, bin ja noch nicht tot, noch Nachholbedarf habe. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ein fischreicher See, insbesondere bei Fisch, den man angeln kann,
habe ich mir sagen lassen und korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, man schon hin und wieder mal Aktivitäten von Fisch an der Wasseroberfläche sehen kann. Wenn es nämlich Fisch gibt, der nach etwas beißt, zum Beispiel ein auf die Wasseroberfläche aufkommendes Insekt und sich das wegschnappt, dann gibt es ja diese bekannten Kreise, die sich auf dem Wasser bilden. Ja, und das weist dann schon auf eine gewisse Fischaktivität hin. Und wichtig ist wohl grundsätzlich, sind Fische da, ist das eine. Sind Fische da, die du auch angeln kannst, ist nochmal was anderes, weil halt nicht jeder Fisch, den es gibt auf dem Planeten, zwingend, Entschuldigung, ich muss mal kurz was gegen meine Nase tun, aber den Satz noch zu Ende, überhaupt irgendeinen Angelhaken reinbeißt. Ja? Es gibt auch Fische, die sammeln sich ihr Futter vom Grund des Sees und durchwühlen den Schlamm sozusagen. Ja? Die würden gar nicht auf die Idee kommen, an einen ins Wasser gehaltenen Haken ranzugehen und da reinzubeißen, weil das überhaupt nicht ihrer normalen Nahrungssuchaktivität entspricht. Ja? Und das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Beispiel, Lachs. Bei der Lachswanderung kannst du keinen Lachs angeln, weil der Lachs frisst da nichts mehr. Der zieht da bloß noch den Bach hoch, paart sich und leicht ab und stirbt. Also das heißt, da der nichts reinbeißt, weil der nichts mehr frisst, kannst du den auch nicht angeln. Du kannst ihn bloß per Netz fangen. So, jetzt muss ich wirklich was gegen meine Nase tun. Ja, nächster Punkt, nur weil Knossi und Sascha aus einem vergleichbaren Gewässer, so ein bisschen vergleichbaren Gewässer, Fische rausgezogen haben, per Netz übrigens, ne, nicht per Angel, heißt das nicht zwingend, dass im See von den Naturensöhnen deswegen unbedingt was drin gewesen sein muss. Ne, das ist auch wieder ein falsches Schließen von in dem einen See ist es so, jetzt muss in jedem See automatisch ein Fisch drin sein. Ja, das ist natürlich Quatsch. Wir wissen es letzten Endes wahrscheinlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich würde den beiden im Zweifel einfach glauben wollen. Schlicht und ergreifend. Ne? Weil die haben sich offensichtlich sehr, sehr gut vorbereitet. Die haben sich wirklich mit jedem Thema, was ihnen da hätte möglicherweise in Kanada passieren können, intensiv unter vielen Stunden Zeiteinsatz auseinandergesetzt. Inklusive Fischfang haben sie ja auch einiges dazu gelernt. Wieder unser Zug. Ich mag ihn. Ich fahre ihn regelmäßig. Also nicht am Steuer, ne? Hinten drin. Egal. Jedenfalls. Da würde ich einfach drauf glauben, drauf vertrauen wollen. Und was nochmal hin und wieder angemerkt wurde zu eben der Performance der Naturensöhne, sie hätten nicht so viel Zeit mit dem Shelterbau verbringen sollen. Da bin ich fundamental anderer Meinung. Man wusste ja nicht, wie das Wetter wird. Ja? Und Nahrungsbeschaffung extrem wichtig, Wasserbeschaffung extrem wichtig, aber beides hilft dir nicht, wenn du in den ersten Tagen durchweißt und wenn dir dann so kalt ist, dass du deswegen aufgeben musst. Paar Tage Fasten ist akzeptabel, 14 Tage lang im Grunde nicht, ne? Ich meine, kann man schon machen, aber hat halt nichts mit Survival zu tun, sondern hat was mit, ja, ich sitze halt die Zeit ab und zehre von meinen Zivilisationsreserven. Aber dass sie sich jetzt erstmal um den Shelterbau gekümmert haben und dann langsam Gedanken gemacht haben, wo kriegen wir jetzt was zu essen her und so weiter und so fort, das halte ich auf keinen Fall für falsch. Im Gegenteil, meiner Meinung nach die richtige Vorgehensweise. Wie lange oder schnell man dann ist beim Bau des Shelters, das hängt natürlich von den Ansprüchen, die man an Shelter hat, ab. Jetzt wird es hier ziemlich windig, aber ich habe ja den guten Mikrofonpuschel, das müsste eigentlich funktionieren. Und ja, vor allen Dingen eben auch von den Gegebenheiten vor Ort, was für Material hat man zur Verfügung, was für einen Ort hat man zur Verfügung und eben unter der Situation nichts zu essen zu haben, insbesondere in den ersten Tagen mit nichts zu essen, gehen einem halt die Energien sehr, 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 sehr schnell alle. Ja? Da können wir dann sicherlich schon was von Joey Kelly lernen, der damit sicher Erfahrung hat, dass man die ersten 3-4 Tage Schwierigkeiten hat und an Tag 3 oder an Tag 4, was er gemeint hat, da kommt dann die Energie. Und das ist für einen erfahrenen Faster wahrscheinlich tatsächlich so, das berichten jedenfalls viele, ich kann da keine persönlichen Erfahrungen zu beisteuern, aber das ergibt auch physiologisch schlicht und ergreifend Sinn. Ohne dass wir jetzt in den Energiestoffwechsel der sogenannten Ketose oder Ähnlichem jetzt noch groß eingehen müssen. Ja, also ich habe da nichts erkannt, womit ich nicht einverstanden wäre. Im Gegenteil kann ich an dieser Stelle nur noch mal betonen, dass ich immer sehr glücklich war, wenn Dinge, die bei anderen Teams, oh, was ist das, kann man das trinken, oh, ich weiß nicht, bei den Naturensöhnen eben die Erfahrung dann durchgekommen ist von wegen, ja, das ist halt Waldwasser, das kennen wir, das kann man trinken, Gluck.
Und damit haben sie auch vollkommen recht. Ne? Und das fand ich wirklich persönlich sehr, sehr erfrischend. Niemand ist in Panik verfallen. Es gab mit Ausnahme der Tatsache, dass alle angekommen sind, plötzlich alles voll Ressourcen war. Das kann ich aber auch verstehen, dass man sich da freut und damit nicht gerechnet hätte und so weiter und so fort. Gab es auch kein hysterisches Rumgeschrei und so weiter und so fort. Sie waren schwimmen. Sie sind die Einzigen, die schwimmen waren. Finde ich auch toll. Einfach so fürs Ambiente. Ne? Man kann da schwimmen gehen. Ja, also, dann mach doch. Und haben nur die zwei gemacht. Fand ich also wirklich super. Nicht, weil ich sie schon immer mal schwimmen gehen sehen wollte. Aber nee, gehört für mich irgendwie dazu. Passt wunderbar ins Ambiente. Und das ist dann wieder das Gegenteil von Immersionszerstörung, sondern es erhöht eher die Immersion. Da waren aber auch Ann-Kathrin und Hanna hervorragend drin, dass sie irgendwann fast das Gefühl zu haben schienen, angekommen zu sein in der Natur und den Aufenthalt da richtig zu genießen, was ich verstehe. Und bei langen Aufenthalten, langen Touren, so ab etwa einer Woche, kenne ich dieses Gefühl durchaus, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, dass man hier irgendwie hergehört, ja, und dass das Leben völlig in Ordnung ist, solange man irgendwo mitten im Nirgendwo in der Natur hockt. Und ja, irgendwie sich alles richtig anfühlt. Ja? Auch wenn man vielleicht Hunger hat, auch wenn man vielleicht sonstige Probleme hat, auch wenn man nichts zu tun hat und so weiter und so fort. Man ist irgendwie an dem Ort, an dem man tatsächlich mehr zu gehören glaubt oder sich mehr zu Hause fühlt als, ja, keine Ahnung, in Berlin in der Fußgängerzone. Berlin, fiktives Beispiel, also nicht kein fiktives Beispiel, Berlin gibt schon wirklich, Bielefeld wäre, nein. ja, aber ja, das kenne ich. Und das hat sich sogar bei Knossi und Sascha dann ja auch irgendwann eingestellt. Wenn wir halt ignorieren, dass es diesen blöden Anruf gegeben hat, der mich wirklich sehr, sehr stört, sonst würden die jetzt noch erheblich besser bei mir wegkommen. Ja, und damit möchte ich jetzt noch so ein paar zusammenfassende, ich wollte ja da nochmal loben, Worte des Lobes auch allgemein wirklich abgeben, weil wir haben mehr Survival-Techniken gesehen als jemals zuvor bei Seven vs. Wild. Ja, es gab Wasserabkochen mit heißem Stein. Es gab verschiedene Möglichkeiten, an Trinkwasser zu kommen, wenn wir keins haben. Das hat zwar nicht funktioniert, aber sehr wichtig, wir haben auch gesehen, dass Trinkwasserbeschaffung mitunter verdammt schwierig sein kann und man daran auch mal scheitern kann. Und das sollte vom Lerneffekt her dann auch geneigt sein, um eben genau das bei einem unerfahrenen Survival-Lernwilligen zu suggerieren, dass es eben nicht so einfach ist, ja, und dass manchmal wirklich Kleinigkeiten, obwohl man ansonsten sich auf vieles vorbereitet hat und ein tolles Shelter bauen kann und so weiter und so fort, trotzdem das ausbedeuten können. Philosophisch darf man auf keinen Fall vergessen, dass die Natur immer der große Big Boss ist und man selber nur ein winzig kleines Rädchen im Getriebe und ganz schnell der natürlichen Selektion zu Opfer fällt, wenn man sich nicht intensivst damit auseinandergesetzt hat, abseits von unserem Netz und doppelten Boden, das wir Zivilisation nennen, um da klarzukommen. Ja? Und das wurde diesmal schön deutlich, finde ich. Grundsätzlich einige interessante menschliche Momente dabei, fand ich auch sehr, sehr schön. Lehrreich in jedem Fall, Positives wie Negatives. In letzterem Fall bin ich auch durchaus Trimax und Rumatra und Joey Kelly und Jan Schlappen ein Stück weit dankbar, dass auch ja, eben schön ist insgesamt, es ging ohne großes Drama über die Runde. Ne? Es war kein Big Brother oder ähnliches. Alle Teams sind, soweit es ihnen möglich war, respektvoll miteinander umgegangen, zumindest in einem Ausmaß, mit dem ich persönlich leben kann. Auch wenn es mitunter nicht unbedingt mein Umgang wäre, aber es war in Ordnung. Es war wirklich in Ordnung. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Es waren wirklich Freunde, die Teams, die Freunde waren. Das hat man auch irgendwo gemerkt, mal mehr, mal weniger. Affe und Hanna waren natürlich wirklich sich super, super intensiv am Anfreunden. Das fand ich ganz, ganz toll, wie lieb die auch miteinander umgegangen sind, wie fürsorglich. Und das ist einfach schön. Ja, das muss nicht zwingend was damit zu tun haben, dass sie beide weiblich sind. Knossi und Sascha sind ja auch sehr liebevoll miteinander umgegangen. Auch das fand ich durchaus schön, dass es das auch mal bei Männern geben darf.
dass sowas auch mal gezeigt werden darf in der heutigen Zeit, ja vielleicht normal bei jungen Leuten, für ein bisschen älteres Publikum vielleicht noch nicht ganz so normal, dass so eine Bromance, wie man das so nennt, auch mir auf diesem Wege mal ein wenig zugänglich geworden ist, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ne? Das freut mich einfach, dass die sich so gut verstanden haben. Ja, dann generell eben Sascha und Knossi zeigen wunderbar, dass man, auch wenn man keine Ahnung hat, mit ein bisschen Recherche, mit ein bisschen was lernen, in diesem Punkt auch wirklich großes Lob ans österreichische Bundesheer, das den Sascha da offensichtlich noch ein bisschen gebrieft hat, damit er dann auch ein bisschen was kann und nicht hier im Verteidigen der Ehre von Österreich, wobei das Hanna auch ganz hervorragend gemacht hat, hier völlig versagt und das merkt man. Ne? Und da waren auch ein paar Sachen dabei, gerade bei Sascha und Knossi, die für mich wirklich eine Überraschung gewesen sind. Ich hatte zum Beispiel den vielfältigen Nutzen von Kaliumpermanganat, was auch Rüdiger Neberg immer viel empfohlen hat, tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm und hatte das völlig vergessen, bis sie es ausgepackt haben. Kaliumpermanganat ist universell einsetzbar. Man kann damit Feuer machen. Das Zeug brennt unter bestimmten Voraussetzungen. Ich glaube, man muss es noch mit einem Hauch Zucker mischen. Dann brennt es besonders gut. Und dann reicht ein kleiner Funke oder ein bisschen Hitze und dann entflammt das auch und macht eine super heiße Flamme, mit der man eigentlich einen bereitlegenden Zunder, man muss das auch gut vorbereiten und so weiter und so fort, aber auch bei Nässe und bei schlechteren Feuermachbedingungen schon gut was anbekommt. Persönliche Erfahrungen damit sind nur begrenzt. Man kommt gar nicht so einfach an das Zeug ran, leider inzwischen. Ich habe noch einen Vorrat daheim rumliegen, aber der ist fast verbraucht und ich weiß auch nicht, inwiefern das nicht inzwischen Wasser gezogen hat. Egal. Jedenfalls fand ich toll. Das Zeug ist auch desinfizierend. Ein bisschen Kaliumpermanganat auf Wasser gibt eine desinfizierende Lösung. Das ist vielleicht eine der besten Möglichkeiten, ein Universal-Desinfektions-Feuermachmittel Trinkwasseraufbereitung, das geht nämlich auch, Mittelchen eben in seine Flasche zu kippen, um da eben vielfältigen Nutzen daraus zu ziehen. Das mit der Trinkwasseraufbereitung, da sollte man bei den kleinen bisschen vorsichtig sein, weil man trinkt dann natürlich auch Kaliumpermanganat mit. Das ist allerdings, glaube ich, gar nicht mal so furchtbar schlimm, aber ich muss das nochmal nachlesen, ehrlich gesagt. Ja, und den Ben im Schnitt kann auch nichts davon abhalten, das Ganze nochmal nachzulesen. Also so sieht das Zeug dann aus in wässriger Lösung. Permanganat weist übrigens darauf hin, dass wir es hier mit Kalium und Mangan zu tun haben in stark oxidierter Form. Also KMN, Kalium, Mangan, O4 mit 4 O's dran, also wirklich sehr, sehr stark oxidiert und dementsprechend ist das auch ein außerordentlich wirkmächtiges Oxidationsmittel, weil diese O's, die da dranhängen, eben recht schnell wieder abgegeben werden und dann gerne mal alles oxidieren, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und wenn das, was oxidiert wird, ein Lebewesen war, dann ist es hinterher wahrscheinlich futsch. Dadurch kommt also die desinfizierende Wirkung zustande. Das Zeug wirkt gegen fast alles, was man irgendwie oxidativ kaputt bekommen kann. Also nahezu fast alle Bakterien, Mikroorganismen, ganz viele Viren. Nicht alle, aber doch immerhin viele. Das ist also schon ein recht universelles Desinfektionsmittel. Kann für Oberflächen wie auch Haut äußerliche Anwendung auf dem Körper entsprechend verwendet werden. Bei größeren Wunden sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Also auf gut Deutsch, da gibt es einfach besseres, Natriumhypochloridlösung zum Beispiel. Aber es geht schon, dass man damit das desinfiziert bekommt, ist ungefähr auf demselben Effizienzlevel wie Alkohol. Hochprozentiger Alkohol desinfiziert ja auch eine Schürfwunde beispielsweise, aber brennt halt wie Sau. Warum? Ne? Weil es halt ein Zellgift ist und die freiliegenden Zellen, insbesondere die verletzten Zellen, die in der Wunde ja vorkommen, die besteht ja nur aus verletzten Zellen, sonst wäre es ja keine Wunde, wenn die Zellen noch alle ganz wären. Ne? Und das brennt natürlich wie Sau, weil halt eben die Randzellen, die direkt mit dem Alkohol in Kontakt kommen, dann kaputt gehen. Die ganzen Keime und so weiter und so fort in der Wunde allerdings auch. Und Kaliumpermanganat dürfte da eine ganz ähnliche Wirkung in den vielen Fällen haben. Es wird hin und wieder auch mal oral verwendet, das heißt also wirklich geschluckt, wenn zum Beispiel man sich mit was vergiftet hat, mit einem Gift, das oxidativ abbaubar ist oder zerstörbar ist. Bedeutet, du kannst dann das Gift
im Magen, im Darm des Patienten oxidieren, indem du dem halt eben Kaliumpermanganat im schlimmsten Fall dann einflößt. Da sollte man allerdings sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Das Zeug ist stark alkalisch, also das Gegenteil von sauer. Und wenn du was Alkalisches mit was Saurem in Verbindung bringst, dann geht es mitunter ziemlich ab, eine Zeit lang, bis sich das Ganze dann neutralisiert hat. Und davon abgesehen wollen wir unsere Magensäure gar nicht neutralisieren. Das wäre nicht so ganz gesund. Und das ist so einer der Gründe, weshalb man eben bei oraler Aufnahme von Kaliumpermanganat dann ein bisschen vorsichtig sein sollte. Macht man allerdings nur ein paar Krümelchen ins Wasser und hat dann wirklich eine sehr stark verdünnte Lösung, sollte die im größeren Maße schon noch trinkbar sein, weil das bisschen, was da dann halt noch im Wasser noch übrig bleibt, das reagiert sich ja auch ab im Wasser, nachdem es das Wasser eben entkeimt hat. Was meine ich mit reagiert sich ab? Naja, wenn ein Oxidationsmittel Dinge oxidiert hat, dann sind die Dinge hinterher oxidiert und das Oxidationsmittel oxidiert nichts mehr, weil das ist verbraucht sozusagen. Und die schädliche Wirkung, die es haben kann, hat sich damit auch erledigt. Bedeutet, übertreibt man es nicht mit der Dosierung im Wasser, untertreibt man es bitte aber auch nicht, sonst wirkt es halt nicht, dann geht das schon. Das kann man dann hinterher vermutlich eben auch trinken. Gibt es Besseres? Ja. Ist es eine Universallösung? Absolut. Und das Thema mit dem Feuer machen, das hatte ich falsch in Erinnerung. Da kann man zwar auch ein bisschen Zucker beimischen, das schadet nicht. Zucker brennt nämlich gut. Aber tatsächlich muss man Glycerin in ein Häufchen Kaliumpermanganat reinträufeln, dann ein Stück zur Seite treten und das entzündet sich dann spontan selbst nach X Zeit, also nicht viel, ein paar Sekunden, bis ein paar mehr Sekunden, aber irgendwo so in dem Dreh. Und damit kann man dann halt auch relativ praktisch auf der Entfernung ein Feuerchen anzünden, für welchen Survival-Zweck auch immer das jetzt hilfreich sein soll, dass man ein zeitverzögertes Feuer hat. Ja, vielleicht, wenn man irgendwas besonders Helles anzünden möchte. Ich habe da, jetzt fällt es mir auch wieder ein, ein paar Geschichten von meinem Vater gehört, der eben als Sohn eines Chemikers unter anderem das Glück hatte, eben an diverse lustige Substanzen ranzukommen, mit denen man dann in jungen Jahren entsprechend lustige Dinge tun kann. Und da war Kaliumpermanganat in Kombination mit Magnesiumspänen und Aluspänen und eben etwas Glycerin, was man da drauf träufelt und dann schnell wegrennt, was man tun sollte, weil danach gibt es eine krasse Stichflamme. Ja, durchaus ein beliebtes Spielzeug. Gut, also natürlich hochgradig illegal und alles und so weiter und so fort. Aber ja, gut, ist verjährt. Beziehungsweise mein Vater lebt nicht mehr, von daher kann ich das ruhig erzählen. Aber nicht nachmachen. Ja, und das sind so die wesentlichen Anwendungsgebiete. Ja, passt eigentlich, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr schön, dass das mal wieder zum Einsatz kam. Ich hatte das Zeug wirklich quasi vergessen. Von daher war ich da sehr begeistert. Aber das sagt der Ben vor Ort auch gleich nochmal. Gesagt. Ja, ich wollte einfach nur kurz erwähnt haben, dass ich es toll fand, dass das drin vorkam. Und ist auch für mich wirklich so ein Input, womit man sich auseinandersetzen muss. Neben der, wie viel Salz kann man denn eigentlich noch im Wasser ertragen, beziehungsweise ab wie viel Salz kann man es noch trinken, auch die Sache mit dem Kaliumpermanganat, wirklich ganz, ganz toll. Und dann der Dingsbums aus Karlsruhe, ich habe vergessen, wie er heißt, aber Knossi hat ihm gedankt. Ich habe es mir gemerkt, dass er aus Karlsruhe kommt, das ist gleich um die Ecke, ne? Von mir aus. Und der die Idee hatte, den beiden Stellnetz oder Stellnetze oder zumindest Netze im Plural, ja, aber mindestens auch ein Stellnetz mitzugeben, was ja dazu geführt hat, dass sie wirklich sensationell viele Fische gefangen haben. Das muss man neidlos anerkennen. Das hat mich auch sehr überrascht, wie viele Fische sie gefangen haben. Ich fand auch schön, dass durchaus thematisiert wurde, wie diese Fische dann zubereitet worden sind. Es ist grundsätzlich immer besser, Fischsuppe zu machen. Weil dann landet halt, beziehungsweise den kompletten Fisch einfach im Wasser zu kochen und da man ja Brühe hat, kann man noch Brühe dazu tun und so weiter, dann landet auch sämtliches nährhafte Zeug im Fisch, dann im Wasser und man kriegt erheblich weniger Abfall sozusagen hin. Wenn du aber hingegen gar kein Kochgefäß hast und deinen Fisch notgedrungen grillen musst, dann ist es schon in Ordnung, wie sie das gemacht haben. Apropos Tiere töten und Tiere fangen. Ich fand auch sehr spannend, ich hätte es zwar persönlich gern gesehen,
verstehe aber auch, dass sie es nicht gezeigt haben, wie mitgenommen Hanna und Ann-Kathrin gewesen sind, als sie ihren großen Krebs umgebracht haben. Ja, den muss man natürlich irgendwie vom Leben zum Tode befördern. Das hat sie offensichtlich mitgenommen, weil es wohl auch nicht ganz so schön abgelaufen ist, wie man sich das wünschen würde. Tatsächlich ist es, was sie mit den kleinen Krebsen gemacht haben, sie in heißes Wasser zu schmeißen, wohl, zumindest kenne ich nichts Besseres, die humanste Methode, die vom Leben zum Tode zu befördern. Also schneller und schlagartiger kriegt man die wohl nicht tot. Und ja, von daher wäre das zu bevorzugen gewesen. Andererseits, bei dem großen Tier ging das natürlich nicht. Soweit ich weiß, ohne da irgendwie nennenswert Experte dafür zu sein, aber ich habe in schlauen Büchern mal nachgelesen, dass man mitten auf dem Kopf, da verläuft so eine Rille sozusagen in Längsrichtung des Krebses, wenn man in die mit dem Messer reinsticht, macht man sich natürlich möglicherweise das Messer stumpf, je nachdem wie gut das Messer halt ist, dann ist er wahrscheinlich gleich tot, weil diese Rille wohl mehr oder weniger der Wirbelsäule in Anführungszeichen entspricht. Jetzt ist das kein, hat das Tier keine Wirbelsäule in dem Sinn, dass man da irgendwie aufgrund der eigenen Anatomie auf Krebsanatomie schließen könnte. Das ist wirklich was ganz Eigenes. Und nochmal, ich habe keinen Plan von Wasserlebewesen. Die kommen im forstwissenschaftlichen Studium halt leider nun überhaupt nicht vor. Das heißt leider, ist auch gut so, weil es ist schon kompliziert genug und auch schon genug Stoff. Aber da habe ich also wirklich keinen großen Plan von. Aber ich fand toll, dass sie auch so schön thematisiert haben, was das mit einem anstellt, wenn man sein Essen selber umbringen muss und wenn es vielleicht auch mal ein bisschen hässlicher wird, wenn man sein Essen selber umbringen muss. Ja? Ein Stück weit hätte ich es fast noch gerne gesehen, aber ich verstehe auch, dass sie es nicht gezeigt haben. Ja, verstehe ich auch irgendwo. Einfach da mit einem Stein draufkloppen, das ist halt natürlich irgendwie, wenn du es nicht besser weißt, man kriegt den schon mit dem Stein irgendwann kaputt gekloppt. Aber das sind dann so Momente, im besten Fall machen sie mit einem was hinsichtlich, dass man sich mal darüber im Klaren ist, was man da eigentlich immer die ganze Zeit so futtert aus dem Supermarkt. Möglicherweise führen sie auch zu Veganismus, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber in jedem Fall muss man sich einfach damit auseinandersetzen, dass, wenn man Tiere isst, die irgendjemand umgebracht haben muss. Und dass das halt nicht unbedingt immer ganz trivial ist. Fand ich also wirklich toll. Insgesamt einfach dieses, gerade in den letzten Folgen, dieses Angekommensein in der Natur, dieses Hiersein, es ist in Ordnung und nicht, dass ich leide mich durch, sondern wir haben durchgehend gute Laune, auch vor allen Dingen bei Affenhanna zu sehen, wenn die beiden aufeinander hocken, ne? Wie im Intro, beziehungsweise ganz in Folge Nummer 1, ach, ist ja auch egal. Jedenfalls. wirklich toll. Also persönlich muss ich sagen, für mich haben gewonnen auf jeden Fall Affe und Hanna, einfach weil die Kombination aus nichts falsch gemacht, keine gravierenden Sachen, wo man irgendwie sagen müsste, das ist ja scheiße, der Menge an aufgenommener Nahrung, der relativ geringen Zahl an verbrauchten Kalorien, das ist natürlich irgendwo auch der kleinen Statur von beiden, irgendwo ein Stück weit positiv. Na, da hat man einfach Glück. Es ist, niemand hat gesagt, dass das gerecht sei. Ne? Survival ist völlig ungerecht. Du musst da hingehen und dann klarkommen mit dem, was dein Körper halt so kann. Jetzt gibt es gute Körper und es gibt schlechte Körper für Überlebenszwecke. Das ist halt nun mal so. Und da musst du das Beste draus machen. Wenn du zum Beispiel irgendeine Krankheit oder Vorbelastung oder sonst was hast, dann musst du trotzdem das Beste draus machen. Und da können wir vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz ansprechen, hätten sie vorher zum Arzt gehen sollen. Soweit ich weiß, insbesondere zum Beispiel auf den Gerrit bezogen, wurde in den Kommentaren hin und wieder mal erwähnt, der war ja vorher beim Arzt und der Arzt meinte, es ist vielleicht keine so gute Idee und eher nicht so optimal, aber er hat es trotzdem gemacht. Und da habe ich großen Respekt vor. Und vor allen Dingen bedeutet Survival ja, dass du halt eben mit dem arbeiten musst, was du hast. Und das ist nun mal dein Körper. Und wenn dein Körper halt irgendwelche Vorbelastungen hat, Wehwehchen oder sonst wie, dann ist das so. Ja? Da gibt es halt nun mal im Survival-Fall keinen was auch immer, Netz und doppelten Boden, was dir da weiterhilft. Du musst mit dem klarkommen, was du hast. Ja? Und einige haben da Glück und sind von Natur aus besser ausgestattet. Andere haben Pech und sind schlechter ausgestattet. Letztere müssen dann, weil es halt Gerechtigkeit in der Natur so nicht gibt, erheblich mehr Aufwand betreiben, um zu lernen, wie sie trotz möglicher Handicaps trotzdem überleben können. Ja, oder sie überleben halt nicht.
auch nicht überleben ist zumindest in der Natur durchaus eine Option, die Regel. Ja, dass man lange überlebt, ist eher die Ausnahme, zumindest in der Tier- und Pflanzenwelt. Gut, bei uns hoffentlich nicht. Ne? Also ich möchte nicht sagen, dass irgendwelche Kandidaten da hätten sterben sollen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, das, nee, definitiv nicht. Und daher finde ich das also wirklich auch gut und nachvollziehbar und trotzdem den Mut auch zu haben, da trotzdem teilzunehmen und einfach mal rauszufinden, was das mit dem eigenen Körper anstellt und das Beste draus zu machen. Und auch wenn absehbar ist, dass man da nicht die ganze Zeit durchhält, dann die Zeit, die man da ist, dann wenigstens auch vernünftiges Bildmaterial zu bringen, was zu schaffen in der Zeit, die man da ist. Außerdem war ja nicht absehbar, dass jetzt zum Beispiel insbesondere bei Gerrit und Andi da so ein Ausfall stattfinden würde. Das war ja nicht geplant, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da möchte ich also wirklich den entsprechend kritischen Kommentaren ein Stück weit widersprechen. Ich sehe da keinen Anlass, irgendwie Kritik zu üben, weil ne, das ist halt die Realität. Du musst halt mit dem klarkommen, was da halt dir entgegengeworfen wird. So, also wirklich schön die Momente, wo man den Kandidaten ansieht, dass sie jetzt so ein bisschen wirklich ihren Frieden in der Natur auch gefunden haben. Auch gerade bei Sascha und Knossi, wie gesagt, auch mit dem liebevollen Umgang miteinander. Dieses Überdrehte und Aufgeregte, was ein Stück weit ja auch zum Entertainment gehört, gerade bei Knossi. Ich meine, der lebt davon, dass der den Suppenkasper gibt. Ja? Und dass das langsam ein Stück weit, also ich denke, ein gewisses Maß an Suppenkasper ist schon authentisch. Moment, kurzer Schnitt. Ja, das war das kleine Holzautole. Der hat da hinten seinen Holzstapel. Den hat man gesehen und ich bin vorbeigelaufen. Und da holt er sich jetzt, glaube ich, noch eine Ladung. Ja, aber das Ding ist ziemlich laut. Gefühlter Zweitaktmotor, irgendwie sowas. Ja, jedenfalls, dass man da wirklich erkennen kann, dass dieser überdrehte Knossi ein Stück weit, ich glaube schon, dass das authentisch ist, dass der so sein kann. Das ist, glaube ich, keine reine Spielerei, kein reines Schauspielen. Aber, dass wenn du den lange genug in die Natur setzt, das Überdrehte halt auch dann etwas nachlässt und die da wirklich ein Stück weit Urlaub gemacht haben. Beim Sascha, glaube ich, ist nicht ganz so schlimm. Ich meine, der ist auch überdreht. Der wurde vom Knossi da sicherlich auch noch ein bisschen aufgestachelt und in den ersten Tagen, also ich persönlich kann damit halt nichts anfangen, aber gut, das ist halt, muss ich ja auch nicht und kann ja jeder selber sich eine Meinung zu bilden und so weiter und so fort. Die zwei sind schon sicher nicht verkehrt. Ne? Also das sind schon keine schlechten Menschen, ganz bestimmt nicht. Aber das hat mich wirklich gefreut, dass sie dann irgendwann doch auch so ein bisschen zur Ruhe und zum Frieden und zu sich selbst ein Stück weit auch gefunden haben. Beobachte ich also wirklich ganz häufig, egal mit wem man da in den Wald geht und auch wenn man gerade mit fremden Leuten in den Wald geht, also vorher fremde Leute, spätestens nachdem man da wirklich so 10, 14, 15 Stunden im Walde auch gewesen ist, dann stellt sich irgendwann so eine gewisse Ruhe, häufig auch eine gewisse Vertrautheit, weil man halt eben gemeinsam im Wald ist und damit am Ort, wo man halt nun mal sein sollte, ja, ein. Und das ist immer ein schöner Moment. Ja. Und man kann da also auch als zwei Personen, die sich noch nicht ihr Leben lang kennen oder möglicherweise eben auch erst sehr kurz, wunderbar zu einem Team zusammenfinden. Das ist uns Menschen ein Stück weit, habe ich zumindest das Gefühl, das kann ich aber jetzt nicht mit irgendwelchen psychologischen Studien und Ähnlichem belegen, ein Stück weit auch sicherlich gegeben, dass wir, wenn wir in unserem natürlichen Habitat, also der Natur, auf andere Menschen treffen, dann auch die Tatsache, dass wir ein Rudeltier sind, und zur Teambildung fähig, dieses Teambuilding dann auch relativ schnell, relativ gut funktioniert, wie gesagt, auch gerade wenn man sich persönlich noch nicht lange kennt, sofern eine gewisse Grundsympathie gegeben ist. Ja. Und ja, das ist eigentlich meistens der Fall in den Situationen, von denen ich jetzt spreche. Aber und das find ich schon alles sehr, sehr, sehr faszinierend. Es ist schön, dass das da auch zu sehen gewesen ist. Und insgesamt muss ich sagen, ich hatte überhaupt keinen Hype, diese Staffel. Ja, also modern Deutsch. Wow, krass, bald nächste Folge gucken. Jetzt kommt endlich die nächste Folge und ach, scheiße, schon wieder vorbei. Sowas hatte ich gar nicht. Das hatte ich bei der ersten Staffel schon. Bei der zweiten Staffel am Anfang auch noch. Ist dann recht schnell abgeflacht. Hatte ich diesmal nicht. Aber
erstens muss man sagen, ich habe kurz darauf auch alles, was Netflix an Alone anzubieten hat, durchgesuchtet. Und Alone, das macht keiner ein Geheimnis draus, auch Fritz nicht. Das ist Masterclass und nochmal einen ganz anderen Level. Und das ist auch vom philosophischen Wert her nochmal erheblich ganz was anderes. Ne? Und gerade weil ich das davor geguckt habe und das einfach nur inspirierend und hochfaszinierend finde, ich habe für Alone nichts als Lob übrig. Das ist eine der für mich persönlich eine der besten Serien überhaupt an Unterhaltung, an Lernwert, an Inspiration und so weiter und so fort. Das ist wirklich einfach nur toll. Kann da wirklich nur von schwärmen. Es mag Kandidaten geben, mit denen bin ich nicht ganz einverstanden. Es mag Kandidaten geben, deren Umgang oder Meinung zur Natur ich nicht teile. Aber das ist ja gerade das Interessante, wenn diese Kandidaten dann zum Beispiel auch vielleicht sehr weit kommen oder gar gewinnen. Und auch interessant, wie man damit umgeht, wenn jemand von sich selbst zum Beispiel behauptet, der Größte zu sein, ist dann hinterher aber auch ist. Und dass ich dann merke, okay, ja, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Also große Klappe mit allem dahinter, was da auch nur ansatzweise dahinter sein kann, das ist dann in Ordnung. Ne? Das ist dann so eine Art Alexander von Humboldt. Wenn man dem seine Briefe liest, oder in Kopie natürlich, oder Auszüge, hat man schon manchmal den Eindruck, boah, was für ein arrogantes Arschloch. Ja, aber er ist ja auch ein Genius, wie es zur damaligen Zeit kaum einen anderen gab. Und die einzigen Leute, mit denen er sich auf Augenhöhe unterhalten konnte, war sowas wie Goethe, ne? Oder sein Bruder, der ja auch ein ziemliches Genie gewesen ist. Und das ist natürlich auf den ersten Blick ziemlich arrogant, wenn man weiß, dass man ein Genie ist in dem, was man tut und das auch so formuliert. Wenn man es dann aber wirklich ist, dann kann ich das schon nachvollziehen. Ja, aber gut, das ist Alone. Irgendwelche Genien habe ich bei Seth vs. White jetzt noch nicht gefunden. Ey, kein böses Blut, bin ich selber nicht, alles gut. Wir sind alles nur normale Menschen. Aber hin und wieder gibt es ja dann so Ausnahmeerscheinungen. Ne? Ja, also insgesamt wirklich die zwar für mich am wenigsten hypige Staffel, weil ich halt davor Alone geguckt habe. Daher war es in großen Teilen nur leichte Unterhaltung. Leichte Unterhaltung ist gut, ne? Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Bis auf ein paar Momente, gerade bei Ann-Kathrin und Affe, den ein, zwei Momentchen sogar bei Knossi und Sascha, wo ich sagen musste, okay, das war jetzt cool. Plus die ganze Ausscheidensgeschichte bei Fritz und Martin, weil ich da richtig mitgelitten habe und mitüberlegen konnte. Und wie war das bei mir, als ich mal wegen Wassermangel nach Hause gegangen bin und solche Sachen. Und das war für mich persönlich der spannendste Moment der ganzen Staffel. Das muss man aber nicht zwingend so teilen. Und ich denke, wenn man ich habe auch Teile von Trimax und Rumatra übersprungen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und solange man das weiß und das so macht, ist das für mich alles sehr gut anguckbar. Die Streamer-Teams einfach so ein kleines bisschen überspringen und ja, dann ist es nur halb so schlimm. So, ja. Also wirklich, also von den gezeigten Survival-Techniken her, keine groben Schnitzer, nichts, was jemanden umgebracht hätte oder zumindest sehr, 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 sehr wenig, was wirklich jemanden hätte umbringen können. Viel richtiges Verhalten, viele interessante Survival-Techniken, sogar die Sache mit dem Kaliumpermanganat, wie gesagt. Aber das recherchiere ich nochmal. Ich mache da vielleicht mal ein Kurzvideo zu, wenn ich mal an welches rankomme. Das wäre eigentlich ganz interessant. Und ja, also ich bin glücklich und zufrieden im Großen und Ganzen, bis auf die eingangs genannte Kritik. Ich gehe aber am Ende positiv aus der Sache raus. Die positiven Sachen haben für mich überwogen. Ich muss das jetzt nicht nochmal angucken, vielleicht in 40 Jahren. Aber ist in Ordnung. Geht da wirklich positiv raus. Schade, wirklich schade. Und das ist so das eine Ding, wenn man das noch hätte besser machen können, beziehungsweise nächstes Mal besser macht, dann wäre ich schon dankbar. Oh, guck mal hier, Silhouettenhut, Hutsilhouette.
nämlich eben die Organisation halt wirklich vernünftig machen, nicht auf Landschulheimniveau die 5. Klasse hat es für die 6. Klasse organisiert, sondern auf professionellem Level, wie man das erwarten darf bei einer Produktion, die irgendwie in irgendeiner Form von Profis, die das beruflich machen, gemacht worden ist. Ne? Vielleicht ist das alles sehr, sehr mit heißer Nadel gestrickt gewesen und war alles super, super kurzfristig, und ich kenne die genauen Hintergründe, auch gerade terminlicher Art nicht und so weiter und so fort. Aber ja, das ist schon berechtigte Kritik. Ich meine, das ist denen ihr Job, sowas zu organisieren. Das sind keine Leute, die das mal eben nebenbei machen, sondern die leben davon. Und da darf man dann schon ein höheres Niveau und eine bessere Anforderung an das Organisatorische auf jeden Fall stellen. Und dann hätte ich außerdem nächstes Mal gerne Regen. So. Und damit, also sowohl als auch eben das Organisatorische im Vorfeld, als auch eben die klare Kommunikation der Regeln den Teilnehmern gegenüber und dann auch der konsequente Umgang mit den Teilnehmern, wenn sie gegen diese Regeln verstoßen und so weiter und so fort. Ne? Aber da das ja vorher gar nicht groß kommuniziert wurde, kann man jetzt den Teilnehmern auch wenig, ja ein bisschen schon, aber nicht allzu viele Vorwürfe da machen. Ja. Und damit war es das für dieses Jahr mit Seven vs. Wild bei mir. Sollte es das nächstes Jahr wieder geben, werde ich es mir wieder angucken, also nur damit ihr vorgewarnt seid, und werde auch wieder darüber quatschen. Und ja, wenn euch das dann wieder interessiert, dann freue ich mich. Und ansonsten, ja, geht es jetzt mit dem üblichen anderen Krempel weiter. In Planung ist gerade der Jahresrückblick hydrologischer Art, ja, also ein bisschen zum Wasser. Dieses Jahr war Wasser ja durchaus ein Thema. So, also, macht's gut, Silhouettenwink. Moment. Und tschüss.